Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Lange ist's her. Coinbase-Pressekonferenz, normal zu einem etwas besonderen Anlass immer. Diesmal gibt es einen Anlass, der nicht so schön ist, aber der auch viele neue Möglichkeiten mit sich bringt. Und damit ich nicht komplett reinscheiße und Blödsinn erkläre, habe ich mir ausnahmsweise mal keinen Spieler zur Seite geholt. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich habe mir den guten Roman mit dazu geholt. Die Kamera, die gerade ein bisschen nach Potato aussieht, wird sich gleich hoffentlich regulieren. Und das sollte dann passen. Ja, Roman, schön, dass du da bist. Guten Abend. Wir haben uns ja vor 2 Tagen noch in Berlin gesehen und auch gestern Morgen. Dann bin ich schon wieder geflüchtet. Bootcamp hat angefangen mit dem neuen Team. Neues Team. Wir haben Tizi gegen Nils gewechselt. Vielleicht kannst du einmal kurz so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, wieso der Wechsel jetzt zustande kam und was so ein bisschen die Gründe dafür sind und auch aus deiner Perspektive in deiner Position als Head of CSGO, wie das jetzt weitergeht. Die Gründe sind immer, gut, man kann jetzt endlos suchen. Ich denke, das ist jetzt keine Entscheidung gegen Tizi gewesen, das ist eine Entscheidung für Nils gewesen. Nils hat das in den letzten halben Jahren im Academy-Team überragend gemacht. Er hat bewiesen, dass er auch eine andere Rolle einnehmen kann, hat sehr motiviert, das Academy-Team. Ich denke, auch einen Schritt nach vorne gebracht und hat sich diese Chance auch verdient. Deswegen würde ich und auch das Team ganz klar sagen, das ist eine Entscheidung für Nils und nicht gegen Tizi, ne? Manchmal ist ein bisschen frischer Wind einfach gut. Das heißt nicht, dass der eine besser oder schlechter ist, aber in einer bestimmten Konstellation sind wir jetzt der Meinung, dass wir mehr Potenzial haben. Und das ist der Grund, warum wir das jetzt gemacht haben. Das ist eine Teamentscheidung. Wir haben im Team darüber gesprochen. Tizi ist auch Teil des Teams. Er hat bei diesen Gesprächen natürlich teilgenommen. Und das ist das Resultat. Und ich bin guter Dinge, dass wir damit ein großes Potenzial ausschöpfen können und in Zukunft zeigen können, was in den Jungs drinsteckt. Okay, an der Stelle auch danke erstmal an alle, die eingeschaltet haben. Lux, danke für den Raid. Habe ich eben noch gesehen. Ich muss erstmal meine Notifications anstellen. Danke auch für die ganzen Subs, die gerade reingekommen sind. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Xorox, Timo, Hexler, Adrian, Vacation Gaming, Flo, alte Socke, grüß dich. Ja, danke auf jeden Fall. Appreciated. Also nochmal auch kurz so zusammenzufassen. Wir haben am Montag unser Bootcamp gestartet, auch mit sehr vielen Media Day Content, der demnächst kommt, wo wir ein paar coole Sachen gemacht haben. Roman und ich durften auch vor die Kamera und sind ein bisschen in Erinnerungen abgedriftet, sehr weit zurück mit sehr interessanten optischen Highlights aus unserer Karriere. Aber dazu demnächst mehr. Da darf ich nicht sagen, weil sonst kommt Phil, der bestimmt ja auch schon böse im Chat lauert. Da kommt auf jeden Fall cooles Zeug. Die Spieler haben auch ein paar coole Sachen gemacht und wir hatten dann abends noch einen Team-Talk gehabt. Erstmal so ein bisschen vermittelt, wo soll es hingehen, was ist wichtig für die nächsten Monate, weil wir haben sehr viele Turniere direkt anstehen. Es geht am 19. direkt zu uns zu Blast, für uns zu Blast nach Kopenhagen. Das sind 10 Tage, wo wir vor Ort sind. Hey, Nick, grüß dich, auch mit dabei. Grüße an Garde hier ein bisschen im Chat, ein bisschen Liebe für den schönen Nick. Und nach Kopenhagen haben wir ein paar Tage Zeit, dann geht es direkt nach Malta zur Pro League. Habt ihr ja auch die Gruppen jetzt mittlerweile gesehen, also einiges an hartem Programm. Und sollten wir uns qualifizieren für die Playoffs in der Pro League, sind wir wieder auf Malta und danach ist auch direkt nach den Pro League Playoffs das RMR-Turnier, wofür wir schon qualifiziert sind. Also für die, die sich jetzt wundern, auch schon mal direkt als kleine Anmerkung: Die Open Qualifier fürs RMR müssen wir nicht spielen. Da wir beim letzten Mal sehr gut waren, zumindest beim RMR, haben wir uns dafür schon qualifiziert. Und ja, Training startet jetzt. Wir hatten noch ein schönes Teamessen abends gehabt. Gestern ging es dann mit sehr viel Theorie los und sehr vielen Spielen. Zieht jetzt auch so durch, machen dann einen Tag frei am Wochenende und dann geht es online nochmal eine Woche weiter, bis wir dann nach Kopenhagen zusammenfliegen. Für die, die auch noch Fragen haben für Kopenhagen, das System ist wie beim letzten Mal. Wir spielen unsere Gruppenphase im Best of One.
an einem Tag durch. Das ist am 21. Und danach haben wir ein paar Tage frei. Also frei im Sinne von spielfrei. Wir werden dann natürlich trainieren und nochmal ein paar Media Day Sachen machen. Und haben dann ab 25. die Gauntlet Stage. Und da gibt es dann auch wieder das Szenario, dass man sich entweder, wenn man da alles gewinnt oder im Last Chance Game qualifizieren kann. Bisschen viele Games und für 10 Tage hartes Programm, aber Blast ist auch eine geile Sache. Wird auch mein erstes Blast-Event. Roman war das letzte Jahr für mich dabei, weil ich Vater geworden bin und weil ich bei Lissabon leider den Griff ins Klo mit Corona hatte, wo ja ein paar von uns ausgefallen sind, wie ihr mitbekommen habt. Bevor wir jetzt noch so ein paar Fragen beantworten, auch nochmal ein bisschen von mir geschimpft. Ihr wisst, ich sage das sehr gerne raus. Viele Kommentare gelesen zu Tizis Wechsel von wegen endlich. Das ist ein bisschen respektlos, würde ich sagen, für jemanden, der die letzten 4 Jahre sich den Arsch für uns aufgerissen hat und als Teammitglied, als Familienmitglied und auch als ganz wichtiger Sockelspieler von Big so lange dabei ist, das macht man nicht. Da kann man einfach auch mal als dummer Mensch schreiben, hey, danke für alles, was du geleistet hast, und da muss man nicht so dumme Kommentare schreiben. Und also kann ich euch auch ganz ehrlich sagen, hier, da könnt ihr mal mit eurer verdammten Stats-Brille, da könnt ihr euch verpissen. Möchte ich gar nicht mehr sehen, ja. Also ab in den Mülleimer, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und Tizi hat sich den besten Abschied verdient, den man haben kann. Wir werden bestimmt auch noch was Cooles, denke ich mal, demnächst machen. Es ist aber noch nicht ganz genau geklärt, wie es mit ihm positionstechnisch weitergeht. Wir haben ein paar Optionen, da kann Roman was dazu sagen. Also nicht, was er macht, aber wie es dann mit ihm halt weitergeht, wird noch ein bisschen längerer Prozess, und er hat sich auch erstmal eine kleine Pause verdient. Ja, dazu kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also wir werden uns mit Tizi hinsetzen, wir werden gemeinsam entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Wir sind im guten Austausch und wir sind auch im... Also wir da gibt es kein böses Blut. Ich denke, wir werden auf jeden Fall was finden. Tizi ist halt, wie Lenz schon sagte, es gehört einfach zu Big, hat jahrelang unheimlich gute Leistung gezeigt, gehört zu Family, und dementsprechend werden wir da immer zueinander stehen und halt auch was finden, auf womit alle Leute zufrieden sind. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt Roman mal noch ein bisschen lauter gemacht, das sollte eigentlich passen. Kommen wir mal zu den ersten Fragen. Danke dir, Hotz, auch für den Sub. Zack. Ist das Ice Fights? Das ist ein krasses Smash-Spieler, oder? Bist du das Eis? Gerade nicht ganz sicher. Und danke für die Glückwünsche. Ist das mit Tizi endgültig oder hat er auch wie Kito die Chance, sich wieder ins Main-Team zu ballern? Kannst du dazu schon was sagen? Ja, also im Endeffekt hat jeder die Chance, sich zurück ins Main-Team zu ballern. Also es geht halt immer, ich sehe das halt pragmatisch, es ist ein Leistungssport und ein Teamsport, und in dem Fall, wenn jemand die Leistung erbringt und die richtige Einstellung hat, es gibt immer eine zweite Chance, wie ihr bei Nils jetzt auch gesehen habt, der hat überragende Leistung gebracht, hat sich zurückgekämpft, hat die richtige Einstellung, und von daher würde ich nie etwas ausschließen. Aber das ist jetzt einfach viel zu früh, in diese Richtung zu denken. Es kann in alle möglichen Richtungen gehen, und das werden wir gemeinsam mit Tizi halt besprechen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also da gibt es noch überhaupt nicht viel zu sagen zu dem Thema. Kannst du so ein bisschen was auch nochmal so zu Nils Prozess sagen, nachdem er quasi zum Academy-Team degradiert wurde, wie er das so angenommen hat? Also wir haben schon mal, ich glaube, ich hatte auch im Stream ein bisschen mal drüber gesprochen, aber wie so sein Werdegang quasi war danach? Ja, Nils hat das überragend angenommen. Also ich denke, manchmal ist das auch der richtige Step, so einen kleinen Wachrückler zu kriegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nils in die falsche Richtung gegangen ist, aber es hat damals einfach nicht gepasst, verschiedene Sachen. Und ich habe mit Nils auch viel gesprochen zu dieser Zeit, und er hat die Herausforderung überragend angenommen, hat sich unheimlich weiterentwickelt aus meiner Sicht, nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Er war Ingame-Leader im Academy-Team, ist er einfach nochmal aus einer anderen Perspektive jetzt daran gegangen. Und ich denke, das wird einen großen Mehrwert haben auch fürs Main-Team. Ich denke, dass ihm das besonders
viel gebracht hat und das werdet ihr auch in Zukunft sehen. Er nimmt auch eine andere Rolle ein jetzt im Main-Team. Das, ja, ich denke, das war der richtige Step und das werden wir alle sehen, was die Zukunft jetzt bringen wird. Ist klar. Nick, danke dir für den Sub. Vielleicht auch nochmal für die Leute, die sonst nicht so die Chance haben, mit dir zu kommunizieren. Was ist genau eigentlich so deine Rolle als Head of CSGO und wie interagierst du mit dem Team und wie teilen wir uns so ein bisschen die Arbeit auf? Danke dir. Ich kann es nicht aussprechen. Chai BLN. Danke dir. Ja, also im Prinzip bin ich dafür verantwortlich, dass alles läuft. Das Tagesgeschäft, die Perspektive immer da ist, dass man immer alles im Blick hat und dass die Jungs einfach zufrieden sind und sich aufs Wesentliche konzentrieren können und das ist nur mal das Spielen. Ich bin halt mit dir, Christian, wir sind ja in einem engen Austausch. Wir besprechen Konzepte, schauen, was da ansteht, planen das Jahr, planen bestimmte Dinge, wenn das Team etwas braucht, vom Sportpsychologen bis zum Fitnesstrainer, bis zum... Also alles, wir tun halt im Prinzip alles, was wir für nötig halten, damit das Team halt erfolgreich spielen kann und sich darauf konzentrieren kann. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Inhaltlich kann man da wahrscheinlich jetzt tagelang drüber reden. Es gibt unheimlich viele Dinge, die man machen kann, unheimlich viele Dinge, wo man ansetzen kann. Und das ist aber auch immer wieder so ein bisschen probieren, was bringt. Und an den Sachen hält man fest und an anderen Sachen, die stößt man dann halt wieder ab. Okay. Wir machen aber auch dazu noch die anderen Teams, also quasi nicht nur CS, nur dass das auch mal so am Rande erwähnt wird. Also im Endeffekt haben Roman und ich so die, sagen wir mal, Gewalt über die Teams und so die Übersicht. So, wir machen mal weiter mit den Fragen. So, inwieweit wird das Team und der IGL in solche Entscheidungen wie jetzt den Tizian-Wechsel mit einbezogen? Das ist immer letztendlich eine Teamentscheidung. Und wir besprechen das in erst in einer kleinen Gruppe und dann in einer größeren Gruppe, aber im Endeffekt ist das am Ende ist das immer eine Entscheidung, die besprochen wird. Und jeder wird angehört und am Ende gibt es ein Fazit. Und wir haben natürlich dann die letzte Entscheidung, aber wir würden nie etwas tun, wo das Team komplett dagegen ist. Okay. Außer wenn wir davon überzeugt sind, dass sie komplett auf dem Holzweg sind. Aber das gab es bis jetzt noch nie. Sehr gut. Weil jetzt auch viele Leute im Chat schon gefragt haben, was bedeutet denn dieser Wechsel für uns rollentechnisch? Jeder sagt immer, Tizi war das Support-Spieler gewesen. Benimmt das jetzt jemand anderes? Ist Support überhaupt richtig als Rolle hier deklariert? Oder ja, wie wirkt das aufs Team auf? Ich bin der Meinung, diesen ganz klassischen Support-Spieler, der wirklich nur supportet, das kommt langsam so ein bisschen aus der Mode. Sehe ich auch nicht bei besonders vielen Teams. Es gibt natürlich Spieler, die eine größere Supportrolle haben als andere, aber diesen, der ausschließlich supportet, gibt es nicht mehr aus meiner Sicht. Und das ist auch das, was die Jungs so ein bisschen verkörpern und was sie sagen. Das war jetzt Tizi am Ende auch nicht mehr. Und ich denke, das wird spannend. Also die Findungsphase hat begonnen. Die Jungs sind im Bootcamp. Ich bin ja direkt nebenan. Sie sprechen unheimlich viel darüber, wer welche Posis einnimmt, welche Rollen wer spielen könnte. Das ist natürlich jetzt inhaltlich erstmal sehr viel Theorie, bevor es in die Praxis geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein gutes Konstrukt ist und dass die Jungs das gut hinkriegen werden, die Rollen so zu verteilen, dass es am Ende für alle auch schlüssig ist, auch für denjenigen, der sich jetzt ein bisschen... Also ich meine, ihr kennt euch ja alle ziemlich gut aus. Ihr werdet sehen, dass ihr auch am Ende sagen werdet, ja, das passt. Eine etwas nicht so ernst gemeinte Frage von Diktat Fabi. Wie wäre es mit einem dritten Team und dann ab in die Top 50? Ich glaube, das wäre nicht sinnvoll, aber vielleicht schafft es ja Biggie Keeper. Muss man ja mal schauen, was da jetzt so passiert. Kommen auch noch ein paar spannende Dinge auf uns zu. Also zu dem Thema würde ich auch mal gerne was sagen. Sehr gerne. Hau alles raus, was du raushauen willst. Jetzt hast du das Spotlight. Also ich muss sagen, ich finde es unheimlich schade, dass die ganze Dachszene relativ schwach ist momentan und dass die Teams nicht mehr machen in der Hinsicht.
Ich denke, das ist unsere Zukunft auch. Und Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und das ist für uns auch nicht förderlich. Also ich denke, da sollte halt, müsste wieder mehr Energie reingesteckt werden, auch vielleicht von unserer Seite aus, dass wir das ein bisschen mehr fördern. Das ist ein großes Thema, was im Moment komplett in die falsche Richtung geht und langfristig auch für uns schädlich ist. Von daher bin ich nicht der Meinung, wir sollten ein drittes Team aufstellen, sondern ich bin der Meinung, die großen Veranstalter sollten da wieder ein bisschen mehr Energie reinstecken und besonders die Teams sollten probieren, halt auch den Anschluss nicht zu verlieren. Und dass das passiert momentan so ein bisschen. Ich sehe das sehr kritisch und würde mir wünschen, dass das wieder einen anderen Weg einschlägt. Kann man nur hoffen, dass auch die ESL-Meisterschaft mit dem neuen System nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen Motivation, aber Aufbruchsstimmung bei Organisationen auslöst und vielleicht die ein oder andere Org nochmal nachkommt oder auch Spieler. Und wir haben Spieler, die gut genug sind und jetzt nicht unter Vertrag sind. Ich habe es eben schon gesehen für später, dass Patrick hier zum Beispiel gedroppt wurde, der gerade erst in der FPLC ist. Das ist einer von vielen, die einfach kein Zuhause haben, weil wir eine scheiß Infrastruktur in Deutschland haben, beziehungsweise in der Dachszene. Und da muss unbedingt was passieren. Und da nehme ich halt auch Veranstalter und Ausrichter mit in die Verantwortung, dass die, so wie du es gesagt hast, halt auch mal einen Schritt machen müssen, um gerade wieder neue Leute ranzuholen, beziehungsweise neue Organisationen. Kinos fragt, wie lange steht die Entscheidung schon fest? Waren die vielen Turniere, wo Kito Stand-In war, hatten die eine große Auswirkung auf die Entscheidung gehabt? Nein, hatten sie nicht. Also die Entscheidung steht auch noch nicht lange fest. Natürlich wurde immer mal wieder darüber nachgedacht und gesprochen und Nils Entwicklung genau verfolgt. Das ist legitim und das ist ganz normal, aber es stand nie fest, dass Spieler X, in dem Fall jetzt Tizi, ausgewechselt wird und Nils dafür reinkommt. Also diese Entscheidung wurde im Prinzip erst nach Cologne ganz klar getroffen und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Okay. Gord fragt, wenn jemand ein wohlverdienter Spieler ist, wie jetzt in dem Fall natürlich Tizi auch ist, wie überbringt man so eine Nachricht? Also wie kommuniziert man das oder wie geht man das Thema so an? Ich meine, das war deine Aufgabe gewesen. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mag Tizi menschlich auch unheimlich. Er ist ein sehr, sehr cooler Typ, ist mir sehr ans Herz gewachsen, fiel mir wirklich sehr, sehr schwer bei ihm, muss ich ganz klar sagen, aber wir hatten ein sehr gutes Gespräch, wir haben auch darüber gesprochen, was er in der Zukunft für Big machen könnte, haben über verschiedene Optionen gesprochen und es war im Prinzip war es ein gutes Gespräch von beiden Seiten und ich denke, Tizi ist auch damit, das ist in Ordnung für ihn. Ich meine, er hat ewig jetzt durchgespielt, ohne große Pausen zu haben und manchmal tut das auch ganz gut, eine kleine Pause zu machen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann zu schauen, welchen Weg man einschlägt und das ist bei uns jetzt gerade der Fall. Wir werden in Zukunft gucken, in welche Richtung das geht mit Tizi und ja, grundlegend zurück zur Frage, ist mir sehr schwer gefallen bei Tizi, weil ich ihn einfach auch sehr mag. Ja, ist halt keine einfache Entscheidung gewesen und keine einfache Überbringung, aber gehört halt leider auch zu meinen Aufgaben und von daher ist es halt so, wie es ist. Ja, Kinos, danke dir für den Sub. Aber du hast eben auch angesprochen, die Pause kann man ganz gut tun, einfach auch immer zu reflektieren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo möchte man hingehen. Das hat Fatih zum Beispiel auch gemacht. Bei Fatih waren es 6 Monate gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Er hat danach entschieden, Valorant zu spielen. Ich hoffe, Tizi macht den Schritt zu Valorant nicht, aber ich glaube, das Spiel gefällt ihm auch nicht. Werden wir mal sehen. Aber ja, schauen wir mal ab. Also Tizi wird die Organisation auf jeden Fall nicht verlassen. Und wichtig ist jetzt erstmal, dass er das auch gerade im Urlaub mit seinen Kollegen die Chance hat, einfach mal abzuschalten, das alles hinter sich zu lassen. Er hat auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr viel Hass auch vorher schon auf Social Media bekommen und ich verachte und verabscheue diese Leute. Deswegen wird ihm der Abstand auch mal ganz gut tun und dann finden wir zusammen eine gute Lösung. Ja, ich habe jetzt aber auch, um ein bisschen zwischenzuhaken, also es haben ja unheimlich viele Leute sich auch für ihn ausgesprochen, ne? Ja. Also ich glaube, das ist so eine, da
halbiert sich so ein bisschen die Szene. Die eine spricht sich sehr für ihn aus, die andere gegen ihn. Und das ist natürlich nicht schön, gebe ich dir recht, aber im professionellen Sport, und so sehe ich CS ganz klar, ist das halt nun mal gang und gäbe. Die Leute haben ja auch eine Meinungsfreiheit. Manchmal geht das ein bisschen unter die Gürtellinie. Aber mit Kritik muss man halt leider Gottes auch umgehen können. Ne? Also das ist halt leider so, wie es ist. Es kommt immer drauf an, von wem die Kritik kommt. Die meisten Accounts, die da waren, sind irgendwelche HLTV-Badbots, die schon Kacke geschrieben haben. Und auf normale Sachen kann man ja auch normal antworten. Also ich meine schon, mit Schmutz genau diesen Kaffeesatz, der da übrig bleibt, wenn man all die guten Fans und so da durchgießt. Ja, da hast du vollkommen recht, klar. Also ich lese ja auch ständig die Sachen und es ist schon viel, viel Schmutz dabei. Aber es sind halt auch viele positive Kommentare dabei gewesen. Das hat mich sehr gefreut. Und ich denke, Tizi hat sich alles Positive verdient in der Vergangenheit und kann guten Gewissens sagen, er hat sehr viel erreicht in seiner Karriere. Wird vielleicht auch noch einiges erreichen. Das hängt jetzt von ihm ab. Aber er kann auf eine sehr schöne Zeit zurückblicken und voller Vorfreude auf eine schöne Zeit sich freuen, die jetzt kommt. Ja, Toxic Brother wünscht sich Smuja zurück. Bro, it's not gonna happen. But we still like Owen, so maybe he will find something else soon. There is a lot of transfers happening right now. Maybe he got something. So, ja, hier weiter. Steffen sagt, er wird der neue Trommler. Hätte er wahrscheinlich sogar Bock drauf. Ist okay. So temporär. Ist okay. Also hätte ich kein Problem mit. Michi fragt, wer wird denn Stand-ins für die Events sein? Das läuft bei uns normal so. Bei den ESL Pro Tour Turnieren darfst du 5 Subs melden. Liegt auf der Hand. Wir haben unser ganzes Academy-Team gemeldet. Da ist Tizi jetzt für die nächsten Events nicht mitgemeldet, aber auch einfach, weil er den Monat off hat. Und wir machen es eigentlich immer so, dass wir das aktive Academy-Team bei uns melden. War auch vorher so gewesen. Auch Nils, als er Spieler im Academy-Team war, hat ja einen festen Spot da eingenommen und quasi Karim ersetzt. Also war das dann nur ein Trade. Und bei Turnieren wie Blast melden wir 2 Leute. Und da haben wir Elias und Marcel gemeldet. Also Sinn und Hyped, ich glaube ja, ne? Einfach ja. Aus dem Grund, weil wenn Flo was passiert, also Sürson haben wir eine AWP und die brauchen wir auch. Wäre schade, Josef dann dauerhaft AWP spielen zu lassen und Elias, weil er momentan auch sehr viel Verantwortung im Academy-Team übernimmt und deswegen sich das auch durch seine Leistung mitverdient hat. Unser Academy-Team, eigentlich hat es jeder verdient, die Leistung, wer die WAL gesehen hat, war oberkrass gewesen, können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen, aber da gehen halt nur 2 gemäß Regelwerk. So, benötigt man immer einen ärztlichen Attest bei Turnieren oder kann man einfach sagen, man spielt mit einem Stand-in, fragt Slamp. Also du meldest vor dem Turnierbeginn, also es gibt immer eine Deadline, meldest du ein Roster mit Stand-ins, wie ich es eben erklärt habe, kommt immer auf das Turnier an, wie viele. Und dann hast du die Möglichkeit auch, nehmen wir mal an, unser Academy-Team würde jetzt, während wir Pro League spielen, die Replay Academy League Finals irgendwo offline spielen und wir könnten nicht auf die zurückgreifen und es würde was passieren, dann können wir einen Emergency-Transfer anmelden. Das muss in die Regeln reinpassen. Es dürfte jetzt nicht irgendein Spieler sein, der bei einem Konkurrenten spielt. Und dafür würden wir dann wahrscheinlich eine Seeding-Penalty kriegen. Das heißt, du verlierst dein Veto-Advantage gegebenenfalls. Was jetzt zum Beispiel mit EG passiert bei Blast bei uns in der Gruppe, wobei die das niedrigst gesetzte Team sind. Also ja, nicht so schlimm. Tizi als neuer Academy-Team-Trainer. Wir haben mit Markus da einen sehr guten Trainer. Und wie gesagt, was mit Tizi passiert nochmal an der Stelle, das schauen wir demnächst in Ruhe, wenn er wieder zurück aus dem Urlaub ist. Und dann setzen wir uns zusammen und finden was Cooles. So. Wieso hat man Sky geholt und dann nicht Tizi ins Academy-Team? Fragt Tom, kann ich dir auch ganz einfach beantworten. Wir haben Sky schon sehr früh verpflichtet und haben das nur ein bisschen später bekannt gemacht. Die Academy League ging ja schon relativ früh los und wie auch Roman vorhin erklärt hat, wir haben ja jetzt nicht schon vor längerer Zeit entschieden, dass Tizi raus ist und das Academy Team
ist nach wie vor das Ziel für die talentiertesten deutschen Spieler, die es gibt. Und da hat Tom sich auch seinen Platz absolut verdient. Willst du da noch was zuzufügen oder? Nee. Gut. Das ist im Prinzip alles. Rollen haben wir schon besprochen, dass das alte Song so ein bisschen findet. So. Dürfen wir mit drei IGLs und Gob dahinter das taktischste CS aller Zeiten erwarten? XD. Das haben wir auch schon festgestellt und viel drüber gesprochen. Also ihr wisst ja, dass Fati da sehr, sehr akribisch ist, was das Taktische angeht. Und ja, wir haben im Prinzip jetzt wirklich drei Leute, die IGL-Erfahrung haben. Und taktisch denke ich, haben wir auf jeden Fall einen Vorteil jetzt gegenüber dem alten Team. Und ich denke, dass davon werden wir auf jeden Fall profitieren. Okay. Ein bisschen kritische Frage. Ich lese sie mal komplett vor. Vegeta hat den Anfang verpasst, deswegen würde er gerne noch mal wissen, falls nicht gesagt wurde, ist der Wechsel von Tizi nicht ein wenig schnell, gegeben, dass das Team, so wie es jetzt der Konstellation war, durch die ganzen Ausfälle kaum wirklich zusammengespielt hat vorher. Ja, das ist ja jetzt keine Entscheidung, die man über die letzten Monate getroffen hat. Ne? Das sind halt, sowas reift ja immer. Und Tizi ist ein Spieler, der ewig dabei ist, mit Johannes am längsten im Team. Und das ist jetzt keine Hauruck-Entscheidung gewesen, die einfach mal so getroffen wurde. Wir haben uns da inhaltlich mit auseinandergesetzt. Klar, du hast recht, also es war durch die Krankheiten, durch Corona, durch Josefs Krankheit sehr viel Unruhe im Team. Wir denken trotzdem, dass das der richtige Schritt ist. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist eine Entscheidung für Nils und nicht gegen Tizi. Nils bringt aktuell unheimlich viel mit, hat gezeigt, trotz der, ich nenne es jetzt mal, Degradierung ins Academy-Team, hat er unheimlich gute Leistungen gezeigt, ist einen super Weg gegangen, war immer motiviert, hat das Academy-Team meiner Meinung nach auch auf ein Level höher gebracht. Und daher hat er sich diese Chance einfach verdient. Auch als Stanton hat er eine gute Leistung gezeigt. Wurde immer ins kalte Wasser geworfen, ohne Wenn und Aber, von einem Tag auf den anderen. Oder beziehungsweise in der Nacht gesagt worden, du musst morgen kommen. Und er ist direkt in den Flieger gesprungen und ist losgeflogen. Also mehr Einsatz, mehr Motivation und mehr Engagement für das Spiel, was wir alle lieben, kann man eigentlich nicht zeigen. Und deshalb ist das halt ganz klar eine Entscheidung für Nils. Also das ist, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das war keine leichte Entscheidung, aber wir sind der Meinung, dass es die richtige ist. Und von daher stehen wir dazu natürlich auch. Okay. Doggio, Knabe rein, Knabe raus. Ganz einfach. Roman, weißt du, wer Knabe ist? Nee. Ist auch nicht wichtig. Also absolut uninteressanter Typ. So, Zapster, es wird kein Einspieler kommen heute, es tut mir leid, aber vielleicht, also wenn wir announcen, was Tizi macht, werden wir vielleicht was Cooles dazu machen. Vielleicht trage ich ihn auf den Schultern irgendwo rein und er lässt geile Tweets regnen. Mal schauen, was wir so machen. So, wichtige Frage an Roman. Wie bist du eigentlich zu Big gekommen? Von Mad Max. Ja, das geht ein bisschen weiter. Also ich habe ja, die meisten kennen mich ja wahrscheinlich gar nicht. Ich habe damals selber sehr erfolgreich CS gespielt. Wir waren eigentlich zu meiner aktiven Zeit immer ein Top-3-Team weltweit. Hab mit Blizzy gemeinsam viele Erfolge gefeiert und damals hat Yilmaz, der Gründer von Big, auch Maus gegründet und wir haben sozusagen Maus erfolgreich und groß gemacht und blieben halt immer wie im Kontakt über die Jahre. Also verbindet uns eine lange Freundschaft und wir hatten immer mal wieder die Idee, oder Yilmaz hat immer wieder die Idee gehabt, dass Blizzy und ich auch ein bisschen was im E-Sport wieder machen sollten. Und letztendlich hat es jetzt irgendwann gepasst, ne? Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Ich bin immer ganz schlecht mit diesen ganzen Zeiten. Aber auf einmal warst du da. Es war 2020 im Sommer, als wir so erfolgreich waren, warst du auf einmal da. Nein, ich war vorher da. Einfach als wir so erfolgreich waren, warst du da. Nein, ich war Ende 2019 ging es los. Ja, Anfang 20 wurden wir krass. Also du hast schon. Nein, Mitte 20, als ich dabei war.
Naja, nee, ich glaube, okay. ich will Tobi nicht seine Lorbeeren klauen. Also, das ist auf anderen Schultern gewachsen. Ja, also das ist so ein bisschen zusammengefasst, die Geschichte. Also im Prinzip hat mich Yilmaz, der Gründer von Maus und der Gründer auch von Big, ja, im Prinzip wieder reaktiviert. Und den E-Sport, ich liebe den E-Sport, ich liebe CS. Ich bin froh, dass CS immer noch ähnlich ist wie damals. Also ich denke, in der Theorie fühle ich mich manchmal wie so ein Netzer. Ich kann zwar nicht mehr gut spielen, aber verstehe das Spiel noch sehr gut und kann auch, denke ich, sehr gut beurteilen, wer gut und schlecht spielt, wann du einen Fehler machst und wann du keinen Fehler machst. Fachsimpel auch gerne mal mit. Und ja, wenn ich spiele, werde ich immer ein bisschen belächelt mittlerweile, aber gut, damit muss ich leben. Ich meine, es ist auch ein Unterschied, ob man effektiv am Tag arbeitet oder so wie Blizzy die ganze Zeit auf der Arbeit halt CS spielt, Face It, Go Big League reingrindet, um dann uns vorzuhalten, dass wir nicht gut genug sind. Aber, du weißt, ich habe ja mal das Major gewonnen, das kann ich ja immer wieder erzählen, mit Virtus Pro, einziger deutscher Major-Sieger. Es gab nur einen Titel, der ansatzweise so wichtig war, und das war die zweite Season in der OOO League, wo wir zusammen den Titel nach Hause geholt haben für Big. Sehr gut. Hashtag gemeinsam, Leute. Hashtag gemeinsam, ihr wisst Bescheid. Okay, weil wir vorhin auch da ein bisschen über die Szene aktuell gesprochen hatten, passt die Frage ganz gut. Etwas andere Frage, was würdest du von Eintracht Spandau in CS halten? Persönlich würde es mich freuen, wenn CS auch von dem Content was abbekommen würde. Stimme ich dir absolut zu. Wir brauchen Organisationen, die einfach Spieler und Entwicklungen highlighten können. Davon gibt es viel zu wenig und auch die, die jetzt da sind, machen das einfach nicht. Was schade ist, das heißt, es gibt sehr wenig Background-Informationen zu den Teams und auch zu den Spielern. Ich hoffe, dass das jetzt bei der ESL zum Beispiel, da kann ich euch sagen, die das ja hier mit 99 zusammen machen, ein paar coole Features kommen werden und das solltet ihr auch bitte gut unterstützen, weil wir brauchen mehr Storylines, wir brauchen neue Helden und wir brauchen mal ein paar Leute, die uns challengen und da ist jeder ganz weit davon weg. Und wenn halt alle Stricke reißen, dann macht man halt ein dänisches Line-Up. Naja. So. Tom, Grüße aus dem Hasir, Grüße zurück. Ich hoffe, ein Chateaubriand, lasst es euch schmecken. Wann kommt Patrick ins Team? Das habe ich vorhin schon gesehen, FPLC Platz 1. Du hast Patrick nie kennengelernt, Roman, oder? Kennst du P4, die Geschichten über ihn? Die Geschichten nicht, aber ich... Er wäre beinahe mit uns nach China gekommen einmal, weil Jan kein Visum hatte und die Behörden sehr langsam waren. Und Jan hat am Abflugtag sein Visum bekommen und dann hat er den Flug doch noch angetreten. Sonst hätte P4 seinen Durchbruch in China mit uns gehabt. Naja, also ich denke, also ich verfolge ja auch die Szene und ich sehe ja, was er für Leistungen in der FBA bringt. Ja, wundert mich so ein bisschen, dass da nicht irgendein Team mal auf ihn zugekommen ist und daraus ein bisschen mehr wurde. Weil ich denke, die Chance, wenn man in der FBA sich so gut zeigt, hätte man verdient, aber das ist halt wieder zurück zum Thema, ne? Also die deutsche Szene ist in der Hinsicht einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen etwas zurück, aber ja, da fehlt einfach irgendwie ein bisschen was, ne? Also solche Talente oder solch ein Talent sollte wenigstens mal ausprobiert werden und um zu schauen, wie weit der Weg gehen kann und wie hoch das Potenzial ist, aber es ist nun, wie es ist, ne? Ja, aber Patrick, wenn er seine Chance wo kriegt, wird er sie nutzen, da bin ich mir sicher. Riftler, kümmern wir beide uns auch um Big E-Keeper? Gibt es da schon Gespräche seitens neuer IGL? Ja, wir kümmern uns darum, das ist aber, da bin ich ein bisschen näher am Team dran, weil ich halt auch Female Gaming super wichtig finde und mit den Leuten sehr gut klarkommt. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass Jenny quasi intern das übernimmt. Und unsere neue Spielerin werden wir kurz vor der Season vorstellen. Da warten wir gerade noch auf die ESL zwecks Termine und starten dann ein Bootcamp. Und dann werden wir euch auch unsere neue Spielerin vorstellen. Wird auch eine Spanierin werden, das heißt, das Gleichgewicht im Team bleibt. Auch kleine Anmerkung, Tizian-Sticker, die werden natürlich nicht billiger werden. Also shoppt nochmal ordentlich rein und saved euch die Tizi-Sticker. So. Zum Tizi-Wechsel vielleicht nochmal. Hat er erst das Ausscheiden in Cologne dazu geführt oder gab es davor schon die Überlegung? Können wir vielleicht ganz kurz sagen, es gab einen interessanten Artikel, mit dem ich nicht ganz konform bin von der EG-Ownerin, die gesagt hat, es ist alles eine Datenauslese. Das reicht eigentlich nicht, weil wenn du nur anhand von Daten entscheidest, gehen viele, viele Faktoren verloren. Wir haben
Also prinzipiell bewerten wir jeden Spieler im Team. Das macht eher ein bisschen mehr Roman. Und das ist nichts, was so ein Wechsel ist nichts, was du einfach mal nach einem schlechten Gefühl entscheidest. So ein Wechsel ist was sich langsam aufbaut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das die letzten Monate zurück ein Thema war oder Wochen. Wir haben uns nach Köln zusammengesetzt und haben quasi überlegt, wie das läuft. Und das könnt ihr jetzt selber zurückrechnen. Und mit nach Köln meinen wir nach den Playoffs, weil wir ja auch noch ein paar Verpflichtungen hatten. Und hat jetzt knapp einen Monat gedauert quasi, um das so auszuloten. Stimmt das so, Roman? Ich denke ja. Ja, im Endeffekt schon. Aber also wie gesagt, das ist halt, PS ist aus meiner Sicht ein professioneller Sport und von daher, das ist halt auch ein Leistungssport. Ne? Also man bewertet natürlich immer die Leistung, aber das, da gebe ich dir hundertprozentig recht, das ist halt keine Datenfrage. Also es ist unheimlich viel Einstellung, unheimlich viel Passion, die du auch fürs Spiel haben musst, sonst wirst du halt nie das erreichen können, was zu erreichen ist. Also ich denke, ja, den anderen Tenor, den hast du ja gut rübergebracht. Also das ist, haben wir jetzt auch schon zigmal gesagt, das ist keine leichte Entscheidung gewesen. Die haben wir uns grundlegend überlegt und die Entscheidung ist halt auf Nils die Entscheidung ist halt für Nils getroffen worden und nicht gegen Tizi. Ne? Ja. Das ist das, was einfach zu sagen ist und ich denke, Nils hat sich das verdient und in dem Fall hat es jetzt Tizi getroffen. So, das ist halt so, wie es ist, leider Gottes. Einen muss es treffen. Irgendwann trifft es auch einen von uns. Kann gut sein, wenn wir unsere Arbeit nicht mehr so hinkriegen, wie es sein sollte. Wir sind oder alt. Wir keine Lust mehr auf unseren Job haben. Ja, alt sind wir auf jeden Fall. Zusammen sind wir schon ein Opa. Aber ein sehr alter Opa, der ja schon hier an einigen Fronten gekämpft hat. Nochmal kurz zu Biggie Keeper, weil ich da ein paar Fragen gesehen habe. Zu deutschen bzw. Dachspielerinnen switchen macht keinen Sinn, weil es gibt keinen Spielermarkt. Ich habe mir vorher da sehr genau angeschaut, was Sache ist. Es muss auch passen, du kannst dich einfach so Leute zusammensetzen. Und wir haben auch zusammen Spiele geschaut von Ekipa und sehr viel Potenzial gesehen. Die sind tatsächlich sehr jung. AD war natürlich etwas älter gewesen, aber die hat auch schon auf höchstem Level gespielt, als Roman noch gespielt hat. Sehr lange zurück, Roman. Sorry, sehr lange. Aber das hätte keinen Sinn ergeben. Wir wollten ein Team, was so ein bisschen die Vision von Big shared und auch das Ganze mitlebt. Und da haben wir den perfekten Fit gefunden. Und ja, Phil, weil du gefragt hast, auf jeden Fall kurz vor der neuen Impact-Season. Wir haben die Spielerin schon und ja, müssen dann noch alles vorbereiten. So. Da hat noch jemand seine Nate Bynes aus der Johnny Air Config. War die gut? Die Johnny Air Config, ich glaube, das war die beste Config, die es jemals gab. Warum? Naja, guck mal, ein Geek war. An. Also das, nee, es gab damals halt, konntest du dir schon durch die Config große Vorteile verschaffen. Das war noch ein bisschen anders. Oh Mann. Ich glaube, das führt jetzt aber ein bisschen zu weit. Okay, lass uns nicht weiter bei Johnny Air reden. Alter, wir sind nicht so weit zurück. Ich muss scrollen, zack. Nochmal zurück zu Tizi. Eine Rückkehr von Tizi ist aber nicht komplett ausgeschlossen, oder? Fragt Es ist nie Legend. Was aus. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Es ist nie was ausgeschlossen. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also man kann nichts ausschließen. Ich meine, Tizi ist ein Spieler, der in der Vergangenheit von Big mit groß gemacht hat, Big mit aufgebaut hat, hat unheimlich viele Erfolge feiern können für Big mit Big. Also ich, auf gar keinen Fall kann man das ausschließen. Das liegt halt immer an jedem selbst. Hat man noch die Motivation, die Passion für das Spiel, um zu sagen, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Die Jungs geben halt unheimlich viel auf. Also das ist halt eine Karriere, die Jungs vor sich haben. Das ratter ich auch hoch und runter. Die ist begrenzt, ähnlich wie beim Fußballspieler. Ich sag mal 10 bis 15 Jahre. Und in dieser Zeit müssen die Jungs auf unheimlich viel verzichten. Also das ist kein einfacher Job, wie sich viele vorstellen. Die Jungs sind hier tagtäglich, teilweise 6 Tage die Woche,
am Arbeiten, ne? Und das müssen sie auch machen, um konkurrenzfähig zu sein. Das ist halt kein Larifari-Job. Und von daher ist das halt auch eine Riesenanspannung. Und die mediale Präsenz ist halt auch unheimlich groß. Das heißt, wenn du mit Kritik nicht umgehen kannst, dann trifft dich das irgendwann auch sehr, sehr hart. Gerade wenn sie unter der Gürtellinie ist und unberechtigt ist. Das ist unheimlich schwierig, dieser Herausforderung über fast ein Jahrzehnt, was Tietz jetzt hinter sich hat, standzuhalten. Und bei den anderen Jungs ist es ähnlich. Wir haben auch sehr viele junge Spieler, die da jetzt erst merken, wie viel Druck eigentlich auf ihnen lastet, weil wir halt auch immer in dieser Rolle sind bei Big. Wir sind das mit Abstand beste deutsche Team, schon seit Jahren. Und international sind wir auch oben dabei, manchmal ein bisschen weiter oben, manchmal ein bisschen außerhalb oder knapp unter den Top Ten, aber wir haben immer den Anspruch, da ganz oben mitzuspielen und auch die absoluten Primusse, wie jetzt Navi oder FaZe, zu ärgern. Und das schaffen wir auch immer wieder. Und unser Ziel ist es nicht, den Anschluss zu verlieren an die Top 3. Und ich denke, wir haben jetzt den richtigen Schritt gemacht. Wir werden sehen, wie weit das geht. Aber primäres Ziel ist es jetzt erstmal in die Top 10 zu kommen und dann gucken wir von Step zu Step. Und ich denke, das werden wir auch hinkriegen. Jupp, interessante Frage. Ich mache auch mal immer so ein paar Fragen dazwischen, einfach der Reihe nach. Ob wir theoretisch das Academy-Team weiter pushen könnten, so Traum-Szenario Major zweimal Big, das geht leider regeltechnisch nicht. Das gilt auch für die ganzen ESL, IEM-Turniere und so. Du darfst nicht beide Teams wegen Wettbewerbsverzerrung im Turnier haben. Das geht leider nicht. Sowieso und wurden die Verträge mit Flo, Josef oder Karim auch verlängert. Ich werde jetzt nicht sagen, wie lange die Leute noch Vertrag haben, aber sie haben auf jeden Fall noch ein bisschen Vertrag. Wenn wir verlängern, dann machen wir sowas immer publik. Also nicht nur ein bisschen. Wir haben eigentlich mit fast allen Spielern langfristige Verträge. Und ja, ein bisschen war jetzt so ein Platzhalter, ne? Also, ja, also wir sind sehr gut aufgestellt und müssen uns keine Sorgen machen. Ja, und wenn einer kommt, wird es teuer, Leute. Wird es richtig teuer. So. Zack, zack, zack. Thrive next. Gobbi hat den Valorant nichts gerissen. Ich weiß, ich bin also wahrscheinlich sehr dran. Aber das sind so Aussagen, die können wieder nur von Menschen kommen, die absolut keine Ahnung haben. Jetzt einmal kurz gucken, wer du bist. Und schauen wir mal. Zack. Kennt keiner, also deine Meinung ist für mich nicht relevant. Tut mir leid. Ja, Dennis ist heute zurückgekehrt. Das ist schon mal gut für die deutsche Szene. Hat Xorox gerade hier noch reingeworfen. Wie sieht ein Tag im Bootcamp aus? Hatten wir vorhin schon mal kurz erklärt mit Sportpsychologen, körperliche Trainingsernährung etc. Ist Bier am Abend erlaubt? Fragt Splasher. Also wer abends nach aktuell 14 Stunden ein Bier trinken will, darf gerne auch ein Bier trinken. Da sagen wir nichts. Ansonsten gibt es natürlich nur Red Bull und Volvic und auch Kaffee. Aber ja, so ein Trainingsalltag ist das Team, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen verkürztes Bootcamp haben, um einfach ein bisschen reinzugrinden, fangen wir morgens früh an, Frühstück, Treffen. Es gibt Leute, die machen morgens bei uns Sport, weil es halt tagsüber nicht geht. Abends ist eher nochmal ein bisschen Nachbesprechung und zusammen chillen. Und dann ist tatsächlich gerade viel Theorie und Spielen. Und für das Essen, da haben wir Catering, was eigentlich sehr clean ist. Es gibt meistens Reis, Gemüse und zum Beispiel Chicken. Oder alternativ haben wir auch mal halt so Chili con Carne oder so Wraps zum selber machen. Und wenn die Spieler mal was Besonderes haben wollen, dann wird auch einfach mal ein Döner geholt, weil haben die Leute sich auf jeden Fall verdient. Also wir achten schon darauf, dass die Ernährung sehr gut ist. Entgegengesetzt des Lifestyles von Florian Rische haben wir leider sehr wenig Schoki im Haus, nämlich gar keine mehr. Früher wurde da einiges von Roman gekauft, täglich. Und auch Nils, kann ich euch sagen, hat seinen Lebensstil sehr hart angepasst, hat aufgehört zu rauchen und hat es geschafft, dem Zucker zu entkommen. Also auch alles Dinge, die sehr förderlich für seine Entwicklung sind. Aber so ein Bootcamp-Tag aktuell ist ein bisschen anstrengend. Wir würden ihn in einem längeren Bootcamp wahrscheinlich nicht so anstrengend machen. Weil da bleibt auch wenig Zeit für Sportpsychologe einbinden. Oder wenn wir mal eine längere Pause haben, gehen die Jungs zusammen spazieren. Aber ist gerade halt nicht so gegeben.
Tizi als professioneller Tischtennisspieler unter der Big Flagge. Also ich kann euch sagen, Roman wird das nicht gern hören wollen, wenn wir ein Tischtennis-Team aufstellen würden, wir haben unseren besten Spieler verloren nach Spanien, aber die haben sehr viel Ablöse für ihn bezahlt, das war unser LOL-Coach. Deswegen bin ich wieder die unangefochtene Nummer 1 und wenn ich unangefochten sage, meine ich unangefochten. Du bist nicht die Nummer 3, Roman. Doch. Nein, nein, nein. Also wir haben tatsächlich... Karim Moussa ist nicht nur ein absoluter Rookie mit Top-Potenzial. Er ist auch der Einzige, der mich abfacken kann beim Tischtennis, weil er genauso ekelhaft spielt wie ich. Das ist meine Nummer 2. Tizi wäre mit drin, er hat sich hart reingegrindet. Und ich würde wahrscheinlich Nils noch mit reinsetzen, wenn er sich unter Kontrolle hat. Ich habe aktuell nicht gegen ihn gespielt. Wie ist denn das Best of Three ausgegangen bei euch? Ich habe gewonnen natürlich. Ja, aber Nils hat auch einen harten Trainingstag gehabt. Oder Media Day. Er hat auf jeden Fall keine Chance im Tischtennis. Also Roman, du bist so, du wärst der Substitute, den ich melde. Also ich musste mal dazu sagen, du und Karim, ihr spielt halt wie so alte Opas und ich bin da einfach zu nervös für. Das ist erfolgreich. Da kommt das junge Wilde in mir raus und ich kann das sein, da kann ich nicht widerstehen und hau die Bälle einfach daneben. Ist okay. Alter, jetzt, oh Gott, wie weit bin ich denn im Scroll hinten dran? So, auch danke für die ganzen Zuschauer, die neu reingekommen sind. Natürlich für einen würdigen Anlass, um Tizi gut zu verabschieden. So. Zack, zack, zack. Was sind die Ziele mit dem neuen Squad, also nach dem Roster-Update? Ja, ist ja relativ einfach, hatte ich ja auch schon gesagt. Also, ich bin immer Freund davon, Step zu Step zu gehen und das erste Ziel ist halt zurück in die Top 10 und dann schauen wir weiter. Turnier für Turnier und dann gucken wir, wie die Entwicklung wird, genau. So, das, wie die, welche Qualitäten Nils mitbringt, hat Roman vorhin schon mal erklärt, da könnt ihr beim VOD nochmal reinschauen, weil wenn wir sonst alles nochmal wiederholen, werden ein paar Leute hier leider nicht mehr drankommen. Habt ihr schon einen neuen Academy-Spieler? Für wen? Also Sky ist doch gekommen, Edelhose, von Alternate. Also Academy-Team ist komplett. So. Was macht das Main-Team momentan, Craze? Also in einem Bootcamp seit Montag und hatten einen sehr anstrengenden Media-Day. Ob Kevin nochmal zurückkommt, Keith, er ist immer noch Anteilhaber bei Big, aber momentan ist er, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Fitness-Coach. Draulon has been selected as our go-to stand-in. Ich will werde diesen Draulan jetzt wegbannen, der ist unerträglich. Aber das ist auch so ein delusional Typ, der nichts versteht. Naja. Was ist der Grund, warum sich einige deutsche Orks aus CS zurückgezogen haben, zum Beispiel UOL? Also A, die Ligenstruktur war jetzt, würde ich mal behaupten, nicht so gut und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch zwei deutsche Meisterschaften quasi. Ist auch aktuell so ein Trend, dass Leute denken, das, was wir brauchen, sind noch mehr CS-Turniere. Ist leider absolut falsch. Ist auch für mich nicht nachvollziehbar. Die Leute sollten erstmal gucken, dass sie ein bisschen Stabilität kriegen. Zuschauerzahlen waren natürlich sehr schlecht bei den Top-Produkten. Es gab keine Offline-Produktion. Partner sind weggefallen. Da kannst du nicht so viel machen. Und ist halt auch eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen und es ist ultra schwer, da die Möglichkeit zu bieten, Vollzeit zu spielen. Der deutsche Markt ist sehr weit hinten dran im Vergleich zu internationalen Teams. Die Gehälter sind weit unter dem, was gleich gute Spieler im Ausland verdienen und dafür ist aber auch ein bisschen seriöser in der Regel. Also es gibt auch im Ausland viel Trash, wo Sachen schief laufen, aber prinzipiell hat sich das alles so viele negative Punkte zusammengehäuft und daraus wurde ein großer Haufen Scheiße, die dann auch im Finale der ESL-Meisterschaft sich zusammengefunden haben. Und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn Organisationen sagen, okay, auf sowas haben die keine Lust mehr. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Spieler auch nicht generell so das Gefühl vermittelt haben, ich habe Bock auf solche Produkte und da muss man die halt auch mal ein bisschen an der Ehre packen, weil sind wir mal ganz ehrlich, du spielst ESL-Meisterschaft und hast die Chance,
darüber in internationales Top-Turnier zu kommen, also warum holst du rum wegen ein paar Euro Preisgeld mehr oder weniger? Versuch doch Teams wie Sprout, wie Big oder so zu schlagen, um zu zeigen, dass du es auch kannst und nicht immer nur chatten. Weil so kommst du dahin und da kriegst du den Spotlight. Und genauso, wie viele Leute schaffen es sich, über die Go Big League in die FPLC hochzuspielen. Da kommen nur Ausreden, dass andere trollen in den Qualifiern, aber es haben doch genug geschafft. Schaut euch einen JDC an, der ist von Go Big League über FPLC Qualifier in FPLC und direkt über FPL Qualifier in FPL und wurde dann bei Maus Academy befördert ins Main Team. Das sind alles ganz normale Wege, aber wenn die Leute nicht den Drive haben und nicht den Bock haben, dann werdet ihr immer auf diesem Low Level bleiben und da könnt ihr noch so frech auf Social Media chatten oder halt irgendwelche Mixteams ohne Training zusammenstellen, das wird euch nicht weiterbringen. Also wenn ihr nicht professionell sein wollt, dann lasst es einfach. Hobbyspieler ausgenommen, es gibt viele Leute, die haben gute Jobs oder ein absolut solides Arbeitsleben. Würde ich auch verstehen, dass man da nicht die Zeit reinsteckt. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, dann gebt doch nicht auf, bevor ihr angefangen habt. Das ist absolute Low-Mentality. So, und also hier Roman früher Vollzeit gespielt für 200 Euro. Oder 300 Mark. Also, ja, das ist das Problem. Nicht ganz, ne? Muss man. Ja, du hast Schule noch, ein Studium. Studium, ja. Also, damals gab es eigentlich kaum Vollzeitspieler. Fing dann wirklich erst so am Ende meiner Karriere an. Obwohl das eigentlich haben wir wahrscheinlich genauso viele Stunden teilweise gespielt wie die Jungs heute. Aber ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Ja, im Studium ist es natürlich ein bisschen flexibel. Man hat mal ein Urlaubssemester genommen und ja, die eine oder andere Vorlesung sich dann im Nachhinein durchgelesen. Aber ja. War eine andere Irgendwie hat man 10 bekommen. Bleibt Tubbs ein IGL? Das können wir kurz beantworten. Ja. Wie geht's Faven eigentlich? War jetzt länger krank, alles wieder okay. Ich weiß nicht, wer so Josef auf Instagram abonniert hat. Der dürfte auch ein paar schöne Urlaubsbilder gesehen haben. Da war, hat man schon gesehen, dass er körperlich wieder in einer ganz guten Verfassung ist. Und ist noch ein, ich will jetzt nicht sagen ein langer Weg, aber es wird schon schwer, das Niveau zu halten. Aber er arbeitet dran, wir unterstützen ihn auch dabei. Und wenn Josef gesund ist, hat jeder, denke ich, von euch gesehen, was er für einen Mehrwert hat. Und deswegen, es gab ja auch ein paar Gerüchte, dass Enze Interesse an ihm hatte oder so. Für uns gar keine Diskussion gewesen. Also ja, das Josef ist ja ständig, ne? Also ja. Vieles kriegt ihr ja gar nicht mit, aber es gibt, das war jetzt ein bisschen offensiver und wurde auch auf den News-Seiten übertragen, aber wenn die Spieler Leistung zeigen, dann gibt es einfach auch Teams, die sich für die interessieren und Anfragen kriegen wir ständig. Also es wird bloß nicht immer alles kommuniziert. Man muss da jetzt auch kein Geheimnis draus machen. Bei Josef wurde es jetzt ein bisschen öffentlicher kommuniziert. Josef hat direkt gesagt, er will mit uns weiterspielen. Er hat er identifiziert sich mit Big, hat Bock mit dem Team Erfolge einzufahren und das war das Ende der Geschichte. Mehr Gespräche gab es da auch nicht. Okay, sehr interessante Frage von Robert235. Hat zwar nicht mit CSGO zu tun, aber vielleicht könnt ihr die Frage auch beantworten. Findest du ihr, dass die Prime League mehr für die Szene tun muss und wie sehr schätzt du die Arbeit von 1 ein? Oder wie sehr schätze ich sie? Ja, das ist der Kollege von eSports One und das Interview könnt ihr hoffentlich bald sehen. Wenn ihr mal eure Arbeit machen würdet, ja, dass das mal online kommt. Schon vor 10 Tagen habe ich die Antworten gegeben. Meine Fresse, du. Übrigens danke an Enix und an Pfannkuchen Heinz live für die Subs. Also Robert, ne? Bisschen Gas geben, Content raus, dann gibt es auch Big Merch. So. So, das haben wir schon. Statements, wiederholt. War es auch ein Wunsch von Tizian, dass er mit bei Big bleibt? Ja, auf jeden Fall. Also können wir so, wie es können wir so sagen, war so gewesen. So. Wie Gates Faven hatten wir gehabt. Kann man mehr zum Ausfall von Josef sagen? Also wir werden jetzt seine Krankenakte nicht offenlegen, aber ich habe ja eben schon gesagt, er ist aktuell auf einem guten Weg, hat auch unsere Unterstützung dabei. Wir konnten damals nicht so viel machen, weil wir halt auch auf Turnieren mit waren, aber jetzt über die Sommerpause hat er auch selber sehr viel gefixt und wie gesagt, ich kann euch nur nahelegen, schaut mal seine Insta-Stories an.
Ich habe Josef schon lange nicht mehr mit so viel Farbe im Gesicht gesehen und damit meine ich keinen Sonnenbrand. So. Wichtige Frage, zieht Nils das Nichtrauchen weiter durch? Also es sind schon einige Wochen, die er jetzt clean ist. Deswegen gehe ich mal von aus, ja, es tut ihm auch gut. So, zack, zack, zack. Wie will man die Supportlücke jetzt füllen? Haben wir auch schon vorhin beantwortet. Das ist eine Rollendefinition. Machen wir gerade. Also muss man dann auch mal gucken, wie das im Spiel aussieht. Die Antwort auf diese Frage werdet ihr am 21.08. um. Moment, ich sag's euch ganz genau. Um 14 Uhr gegen. Ist das schon offen, gegen wen wir spielen? Ich glaube ja. Wenn nicht, habe ich jetzt einfach. Ja, spielen wir gegen ein Team, was Lenz nicht so mag. Ihr wisst ja dann Bescheid. Dänen. Aber nicht Sprout. Es gibt ja mehrere Dänen. Wie viele Arbeitnehmer hat Big? Fragt Coco Reach. Ich glaube, wir sind über 50 mittlerweile, inklusive Spieler. Ja. Wer kennt Big Air nicht? Fragt Marc. Kennst du Big Air? Und übrigens, Shoutout an Marc. Ohne Marc hätte ich keinen Computer, der funktioniert. Also einer von uns beiden hier in diesem Stream mit gerade sehr fragwürdigen Lichtverhältnissen, wenn ich das so sehe. Warte mal. Das bin nicht ich, oder? Ah, schon besser. Ja, es wird düster draußen. Also einer von uns beiden hier hat zu Hause einen sehr guten PC. Und eventuell läuft dieser PC seit 2 Jahren quasi durch. Ich sage nicht, wer derjenige von den beiden ist, aber auf die Frage hin von einem von uns beiden, dann Marc, was das Problem ist, warum unser PC nicht mehr so gut läuft, hat er dann in Berlin rausgefunden, dass die Wasserkühlung wohl schon länger nicht mehr geht. Dass der überhaupt noch gelaufen ist. Danke, Marc, auf jeden Fall. Aber wir sagen nicht, von wem der PC war. Ja, ohne Marc hätten wir eh große Probleme. Also Marc fixt hier eigentlich jedes PC-Problem bei uns im Office. Und auch ein bisschen weiter weg. So, hier dieser komische Try Next. Hey, Roman Schäfkow war besser. Du bist auch so ein ultra lustiger Typ. Und vielleicht habe ich dich jetzt einfach weggebannt. Vielleicht bin ich auch lustig. Schäfkow war doch auch gut. Ist doch alles okay. Kann ja jeder seine Meinung haben. So, zack, zack, zack. Tizi Neuer, Social Media Manager bei Big. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, die er safe nicht machen wird. Kann ich mit Sicherheit sagen. Außer er macht so Kaffee-Tutorials oder sowas. Das wäre in Ordnung. So. Wann können wir mit neuen Infos zu Bicky Keeper rechnen? Ich denke so in 2 Wochen. 2, 3 Wochen. So. Könnte eine Frau auch in Zukunft in das Main Roster von Mr. Nuss? Das ist nicht nur eine Frage, die ich für CS beantworten werde, sondern für alle Games. Wenn es eine Frau gibt, die gut genug ist und diese Stelle füllt, dann spricht nichts dagegen. Die gibt es aber ja aktuell für dieses Niveau nicht. Und also wenn es sie gibt, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Und Roman hat auch gespielt und hat von einer Frau in die Schnauze bekommen. Hast du mal ein paar Deagle-Ronnies gekriegt von Julia? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. TNG aber Cruncher. Ach so, du meinst damals. Ja, okay. Aber das muss man ja auch sagen. Also damals gab es ja... Gute Frauen. Genau. Damals gab es eine wesentlich größere Base auch. Ja, es gab aber 1, 2 Frauen, die sogar in der EPS gespielt haben, aber halt nie den nächsten Step gemacht haben. Aber ja, generell sehe ich das ähnlich wie du. Also wenn das ist ein Leistungsprinzip und wenn eine Frau gut genug ist, klar, also würde ich auf jeden Fall, würden wir sofort nehmen. Aber leider ist das momentan ziemlich weit weg noch. Ja, aber also Frau ist nicht ausgeschlossen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen eher in League of Legends kommen oder vielleicht in Valorant, weil es da gibt es echt sehr viele gute Spielerinnen.
Aber in CS ist die Szene halt auch, bevor jetzt ESL Impact kam, schon hart beerdigt worden. Okay, wichtige Frage, was gab es heute im Office zum Mittagessen, Roman? Köfte. Köfte mit Reis und Jajik. Nee, Salat, Tomaten, Petersilie, Gurken. Chorba-Salat. Das müsste Chorba-Salat sein. Ein richtiger Chorba-Salat. Okay. Bei mir gab es heute Spaghetti alla Rabiata. Auch lecker. So. Nachher gibt es bestimmt noch einen Döner. Jetzt bald. Nach so einem langen Tag, also die müssten ja jetzt mit dem letzten PCW fertig sein, dann ist jetzt nochmal Besprechung. Wir machen auch nicht mehr so lang, weil du musst die wahrscheinlich ja auch noch verarzten. Und da willst du dich nicht von abhalten. Die Wunden, die Fati ja, ihnen zugefügt mit der Peitsche. Frage von Falco, gibt es die Möglichkeit, nach meinem BWL-Studium in die CSGO-Branche einzusteigen? Wenn ja, welche oder lohnt sich das nicht als, als Nicht-Profi? Bei den meisten Clans ja leider nie wirklich was ausgeschrieben. Also das Ding ist, es gibt sehr wenig Stellen, weil halt auch sehr wenig Vollzeitorganisationen da sind. Im CSGO-Bereich sowieso ganz schlecht in Deutschland. Da würde ich sagen, außer Sprout, Alternate, uns, Kovana, hast du nicht wirklich eine Organisation, die guten Stuff bezahlen kann. Und ist dann natürlich auch ein Ausbildungsprozess. Nur es gibt sehr viele League-Teams, die in Berlin zum Beispiel Mitarbeiter suchen, aber du musst halt auch was mitbringen. Einfach so als Quereinsteiger, ohne irgendwelche Erfahrung, Qualifikationen. Du willst ja auch nicht irgendwas machen, musst einen Plan haben, musst du halt gucken, was die Leute anbieten. Und ansonsten kann ich nur den Tipp geben, auf Events als Player-Manager anfangen und sich so mit Netzwerk aufbauen. Das machen viele Leute, also viele Player-Manager von der ESL gehen jetzt in große Teams die oder zu anderen Organisationen oder über die dann nochmal in andere Bereiche oder zu Publishern. Da gibt es schon gute Möglichkeiten, aber der Anfang ist oft sehr, sehr schwer. Was würde ich davon halten, wenn Sprout trotz seines dänischen Cores eher Slam spielen würde? Reichweite für einen deutschen Wettbewerb oder unfair gegenüber anderen Orgas? Also unfair finde ich es nicht. Wenn die es umsetzen können, sollen sie es auf jeden Fall umsetzen. Und spricht ja dann auch für die Organisation, wenn die sowas möglich machen können, dass es regeltechnisch korrekt ist. Ich denke auch dieses Gemeckere immer auf dem Niveau. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn Sprout das hinkriegt und die Leute hier in... Die Voraussetzung ist ja, dass sie in der Großteil in Berlin oder in Deutschland lebt oder in der Dachregion lebt. Und wenn sie das hinkriegen, dann belebt das ja auch die ESLM. Und von daher denke ich, das wäre vollkommen okay. Ich fände es auf jeden Fall nicht schlimm. Auch für die Zuschauerzahlen. Du willst ja, dass Leute zuschauen und dann machst du halt auch wieder für andere schmackhaft. Gibt es in der deutschen Szene nicht so gute Frauen für ein Only-Jer-Team? Nee, also Deutschland, Österreich, Schweiz, leider gar nichts. Ich kenne noch ein paar gute. Und also Roman und ich kommen aus einer Zeit, wo wir in Deutschland echt sehr, sehr gute Female-Spielerinnen hatten, die auch international konkurrenzfähig waren. Aber es gab lange keine Szene und die Leute müssen erstmal wieder Bock haben und reinkommen. Also noch, ich glaube, ein sehr, sehr weiter Weg. Und früher hatten wir das Potenzial und ich bin auch der Meinung, dass das später wieder kommt. Gute Frage von Vince für dich, Roman. Wieso war Garde noch so lange unter Vertrag? Gab es da kein Interesse an ihm? Ja, kann man ganz ehrlich beantworten. Nee, gab es nicht. Also, Nick ist ein super sympathischer Kerl. Ich habe es auch nie so ganz verstanden. Also, ich denke, der hätte den einen oder anderen Team auch weitergeholfen. Aber es gab jetzt kein konkretes Interesse. Okay, ich sag mal kurz Wasser nachschenken. Sehr warm im Pulli. Leider gibt's keinen Merch für Lenz. Bald. Gut. Wann geht's weiter mit Big Events Craze? Hatte ich vorhin schon gesagt. Wir fliegen am 19. nach Kopenhagen. 21. startet Blast. Und dann ab 5. September sind wir auf der Pro League. So, ich scroll mal ein bisschen weiter, weil wir haben echt sehr viel. Verträge haben wir auch schon beantwortet. Hier haben wir mal eine gute Frage von sowieso und gab ja leider immer wieder mal Wechsel. Denkt ihr, dieses Roster hat vielleicht für 2 der 3 Seasons Bestand? Also man darf nur eins nicht vergessen, wir hatten ja auch dieses
erfolgreiche Roster mit Jarosch, Tizi, Jan, Flo und Nils hat ja auch im Endeffekt 2 Jahre zusammen gespielt. Und wobei war es 2,5 Jahre waren es gewesen sogar, wenn mich alles täuscht. Ach, ne. Nee, 1,5. Also das Team hat in der Konstellation 1,5 zusammen gespielt. Wir hatten Jan nach Cologne 21 rausgenommen. Aber ja, also möglich ist das schon. CS ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Man muss immer schauen, was passiert oder welche Competitions noch kommen. Und du willst, wenn du oben mit dabei sein willst, musst du halt manchmal auch solche Entscheidungen treffen, dass du wechseln musst. Also das, eigentlich wiederholt sich das alles so ein bisschen, ne? Also das ist im Prinzip ein Leistungssport und also egal, wie sehr man die Jungs liebt, auch wir hier, wenn wir der Meinung sind, es kommt irgendjemand nach, der mehr Potenzial hat und der eine bessere Leistung bringen kann, wo wir denken, dass das einfach der erfolgreichere Weg wäre, dann müssen wir uns mit denjenigen beschäftigen. Das ist auch gelogen, wenn man das nicht tut, und wir müssen die Szene ständig beobachten, wir müssen immer gucken, was realisierbar ist, was möglich ist, und von daher, das ist halt wie in jeder Sportart auch. Also das ist halt das, was zu unserem Job dazugehört, und das liegt halt immer am Team selbst und an den Leuten, an der Einstellung, an der Motivation, an dem Skill, ob man jetzt wechseln muss oder nicht. So, und das ist jetzt alles ein bisschen professioneller geworden, was einerseits gut ist, aber andererseits natürlich auch manchmal das ein oder andere Opfer denn mit sich bringt. Ich denke aber, das gehört halt zu dieser Professionalität dazu. Und wir bei Big sind halt, also die lange bei Big sind, das ist jetzt bei Tizi genau der gleiche Fall, die wollen wir auch immer bei Big halten. Und wir finden halt auch immer einen Weg, die Leute dann halt mit einzubinden und dass sie auch weiterhin Teil der ganzen Organisation sind. Und ich denke, das gelingt Big wie niemand anderen. Ich glaube, das gibt es nicht so oft in anderen Organisationen. Das sieht man jetzt auch bei Blizzy und mir. Und bei Lenz sowieso. Mann, ich hatte immer 2 Jahre. Ich bin erschrocken. Ich bin im 6. Jahr jetzt bei Big. Naja, du bist ja von Anfang an dabei. Naja, also ich denke, das ist auch so eine Philosophie, die halt Daniel natürlich jetzt auch ganz klar vertritt, aber die Yilmaz von Anfang an vertreten hat. Und das hat Maus damals ausgemacht, mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr. Und Big macht das halt auch aus. Das ist halt einfach nochmal, ich nenne es jetzt einfach mal anders. Anders schön aus meiner Sicht. Aber ja, das heißt, die Leute, die Big leben und die Big lieben, die werden halt immer Teil von Big sein. Und der Weg endet im Prinzip nie. Man findet immer Aufgaben, wir haben mehr als genug Aufgaben, wir sind oft eher die ein oder andere Hand zu wenig, und von daher ist das kein Ende, sondern eher ein Anfang jetzt in dem Fall für Tizi. Und wo der Weg hingeht, habe ich ja auch schon gesagt, weil die Fragen immer wieder kommen, wissen wir noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall was finden, gemeinsam mit Tizi. So sieht's aus. Vielleicht einmal nochmal auf Flo eingehen, weil die Frage auch kam, diese ganzen Gerüchte, Sörson online, Sörson offline, wie sind wir zufrieden mit Flo? Willst du da was dazu sagen? Ja, wir sind total zufrieden mit Flo. Also Flo ist ein absoluter Ausnahmespieler. Flo kann den Unterschied machen. Flo hat auch mal schlechte Spiele. Flo hat auch überragende Spiele. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also ich sehe diese Offline-Schwäche, Online-Stärke-Diskussion sehe ich aktuell. Also da heizt sich etwas an, was Spieler vielleicht auch beeinflusst. Bei Flo, denke ich, ist das nicht der Fall. Und er wird in kommender Zeit auch zeigen, das Gegenteil beweisen. Und von daher will ich eigentlich nicht mehr zu dem Thema sagen. Ja. Ich mache mal so ein paar schnelle Dinger durch, damit wir mal beikommen, damit wir dann auch vielleicht so spätestens in 20 Minuten dich in den Feierabend entlassen können. Oder ich lasse dich einfach vorher gehen und habe dann selber noch ein paar Fragen. Das sollte ich auch hinkriegen. Jana. Falls du die Jana bist, die ich denke, grüß dich. Alles gut bei uns, hoffe bei dir auch. Wie viele Unterschriften habe ich in Cologne verteilt? Sehr viele, das ehrt mich. Aber also denk dran, die Spieler stehen im Fokus. Wenn ihr von mir eine Unterschrift haben wollt, kein Problem. Irgendwie schäme ich mich dann immer so ein bisschen, weil ich bleibe lieber hinter
den Leuten als vor den Leuten. Aber was in Cologne so passiert ist, auch Playoffs, war ultra krass. Auch dafür danke nochmal von uns und auch die Leute, die auf die Spieler zugegangen sind. Roaring Beers, alle komplett, ist schon das schon ein Highlight und ich glaube, das ist auch einzigartig so. Ja, das würde ich, dazu würde ich auch gerne noch was sagen. Ne? Also Sehr gerne. ich habe ja die Jungs kennengelernt von den Roaring Beers und das ist wirklich ein Riesenunterschied zu damals. Also es gibt eine richtige Fankultur, die Jungs sind super cool. Ich finde das absolut krass, wie sie uns unterstützen. Cologne war ich leider nicht dabei aus familiären Gründen, aber bereue ich sehr. Also wenn ich das gesehen habe, habe auch viele Insider-Videos gesehen, das ist halt absolut krass gewesen. Und wer als Deutscher oder als deutsches Team nicht davon träumt und nicht alles dafür gibt, dort zu spielen, vor so einer Kulisse, vor solchen Fans, ja, der hat das einfach den ganzen Sport nicht verstanden. Und ich denke, das ist halt genau der richtige Weg und ich freue mich unheimlich, dass sich das so entwickelt. Ich hoffe, das geht noch weiter. Aber die Roaring Beers sind halt absolut geil und krass. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, das ist wirklich sowas, was ich damals nicht erlebt habe und bin total begeistert davon. Und ich habe ja auch das ein oder andere probiere ich für die Jungs zu realisieren. Andi ist ja da der Hauptansprechpartner, aber ja, ich hoffe, dass das weiter wächst und so weitergeht. Klar, haben wir mittlerweile mal was von Next gehört, Roman eher nicht so, aber er hat ja letztens auf Twitter mal was gepostet, als wir in Köln gespielt haben, um uns zu unterstützen. Das war schon ein Highlight, danach kam nichts mehr, aber so ist Joe. Bavarian, danke dir für den Sub. So, scrollen, scrollen. Wie setzt sich Big dafür ein, dass CS E-Sport als offizieller Sport in Deutschland anerkannt wird von Jacomo? Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, als professionelle Organisation vorzumachen, wie das laufen kann. Aber wir haben sehr gute Institutionen in Deutschland, wie die eSports Player Foundation und auch der ESPD, die solche Entscheidungen versuchen mitzutragen und zu unterstützen. Da können wir als Organisation nicht viel machen. Wir wurden tatsächlich von sehr vielen Parteien angefragt, ob wir mal Programm machen und sowas werden wir nicht tun, weil es auch keinen Sinn ergibt. Da sind wir auch, glaube ich, die Falschen dafür. Die Leute haben jahrelang versäumt, die Wählerschaft zu motivieren oder halt auch zu mobilisieren. Gerade die jungen Leute und haben es verkackt. Das werden wir für die nicht ausbaden. Da müssen sich was Besseres einfallen lassen. Aber da müsst ihr euch auf die EPF und den ESPD verlassen, dass das weiter mitgemacht wird. Wir versuchen einfach so professionell wie möglich zu sein und und das meine ich so, als Sportler einen Unterschied zu machen. Danke dir, Thierry, alte Academy-Legende und Mini-Valorant-Pro und Potty für die Subs. So. Tapsen 5 Jahre verlängert, sind wir stolz, dass er weiter an Bord bleibt. Er ist Gründungsmitglied von Big, er ist Anteilhaber an Big, er ist unser Captain in guten wie in schlechten Zeiten und da sind wir natürlich stolz drauf. Er hätte für ein paar Goldbarren mehr woanders spielen können und er ist mit dem Herzen bei uns und das wissen wir zu schätzen und er weiß auch zu schätzen, was er hat und damit ist die Frage auch, glaube ich, entsprechend beantwortet. So, freuen wir uns, dass das Academy-Team das zweitbeste Team in Deutschland aktuell ist, auf jeden Fall. Es ist gut und schlecht gleichzeitig, da müssten andere Teams stehen, aber das spricht für unsere Arbeit, das spricht auch für die Spieler, dass die gut genug sind und wir haben ja auch schon Spieler zu anderen Organisationen gebracht, die dann Vollzeit ermöglicht haben. Trotzdem ist unser Anspruch, die besten Talente bei uns zu haben, dass wir auf sie zurückgreifen können. Und ich glaube, dem werden wir sehr gerecht. Frodo, danke dir auch, mein Freund. So, wie ist das langfristige Ziel für das Academy-Team? Ist irgendwo das Ziel, auf ein 10-Mann-Roster zu gehen und die Möglichkeiten aufzuhalten? Ich denke, das habe ich eben beantwortet, Slam. Grüße an der Stelle. Aber ja, wenn du die besten Talente bei dir in der Vertrag hast, musst du sie auch nirgendwo rauskaufen. So viel dazu. Obstschale noch Meta? Roman, das ist eine Frage für dich. Obstschalen waren halt im Office, aber die haben wir vor Events nicht. Da kommen dann Roman oder ich und drücken Bananen und Äpfel rüber. Gibt leider keine Obstschalen auf Offline-Events.
Ja. Also da sind uns auch die Hände gebunden. Aber wir bereiten schon so Sachen vor, da, wenn das der Veranstalter nicht anbietet, dann holen wir das selber. Hattet ihr Kontakt mit G2, aus welchen Gründen auch immer? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also es kommen ständig Anfragen rein und man beschäftigt sich kurz damit, aber ich glaube, das Signal ist klar. Wir haben mit allen Spielern langfristige Verträge und die Spieler wollen halt auch nicht weg von uns, ne? Also das ist halt das Wichtigste. Wenn ein Spieler weg wollen würde und ein anderes Team auf uns zukommen würde und den Spieler gerne haben will, dann müssen wir uns halt damit beschäftigen und ansonsten halt nicht. Und bei uns sind eigentlich alle Spieler glücklich und keiner möchte weg. Von daher ist das relativ einfach für uns. Tobi fragt, gibt es eigentlich außer Replay noch andere Tournament-Organizers, die Bestrebungen haben, Nachwuchsturniere bzw. Ligen auszutragen? Also ich wäre froh, wenn da nicht wirklich viele nachkommen, weil es reicht, wenn wir da ein Vorzeigeprodukt haben und wir brauchen wirklich nicht noch mehr Ligen, sondern einfach ein bisschen bessere Strukturen in CS und die Academy-Teams können ja auch in den anderen Turnieren mitspielen, außer in denen, wo die Main-Teams mitspielen. Da ist schon genug Competition. Also ich denke, es wäre eher kontraproduktiv. So. Hat Kito etwas gegen seine Schweißhände gefunden oder nutzt er immer noch die Zebra-Rolle? Ich glaube, das ist hier mit weniger Zucker und Rauchen aktuell sehr viel besser geworden, oder? Oder liege Oder ich mit der falsch? Klimaanlage. Wer weiß. Das könnte auch die Klimaanlage sein. Mmh. Sehr, sehr spezielle Fragen. Ja. Gibt es eine Chance, nochmal einen ausländischen Spieler zu verpflichten, der Deutsch Gibt kann, immer. oder bleiben wir beim kompletten deutschen Roster? Das ist ja eine gute Roman-Frage. Ja, unser Ziel, also das ist ja auch schon jetzt klar gesagt worden, ne? Unser Ziel, wir legen große Stücke auf das Team. Wir denken, in der Konstellation haben wir unheimlich viel Potenzial und daher, wir bestreben ja überhaupt keinen Wechsel. Wir wollen, dass die Jungs gut arbeiten können. Wir wollen, dass die Jungs erfolgreich zusammenspielen. Wir haben die Struktur geschaffen. Also gerade jetzt mit den Verlängerungen auch, Fatih ist halt ein absoluter Segen. Das habt ihr ja, glaube ich, alle selber erlebt. Seitdem Fatih bei uns ist, geht die Formkurve steil bergauf. Josef hat überragend in der ersten Zeit gespielt, dann hat ihn seine Krankheit leider das eine oder andere Event ein bisschen zurückgeworfen. Ist natürlich auch immer schwierig für ein Team. Die Corona-Situation war nicht einfach. Aber ich denke, die Jungs haben eine sehr, sehr, sehr guten Endspurt hingelegt. Leider Cologne aus meiner Sicht einen der wichtigsten Turniere des Jahres, hat es jetzt nicht gereicht. Aber auf den anderen Turnieren, wenn wir jetzt Dallas sehen oder auch Lund sehen, Rootbed, auch wenn es ein Online-Cup war, waren das halt überragende Leistungen. Und gerade Fatih bringt unheimlich viel dem Team mit, mit Johannes führen die das Team sehr, sehr gut und die anderen Spieler bringen eine sehr, sehr krasse Leistung. Also ich sehe im Moment keinen Grund darüber zu reden, aber ausschließen kann man das nie. Also es wäre gelogen, wenn wir das jetzt ausschließen würden, ne? Also das ist halt, man muss halt immer die Situation betrachten, in der man zu dem Punkt ist und ja, im Endeffekt, nee, ausschließen können wir das nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Okay. So, wichtige Frage an mich, die kannst du nicht beantworten. Was habe ich auf der Vor- und auf der Rückhand beim Tischtennis? Rückhand ist ein sehr ekliger japanischer Kurz- und Noppenbelag. Marke kann ich nicht aussprechen. Vorhand Donic Vario, ganz klassisch. Nee, stopp. Also meine Vorhand ist ein schwarzer Belag, ist aber eine Rückhand. Ist der, wie heißt der? Irgendwas mit T. Der Noppenbelag, der kurz auf der Rückhand spiele ich ein 1,7er Donic Vario und als Holz dann Power Person Allround von Donic. Also war schon immer sehr konform mit Donic. Worauf ist der Fokus im Bootcamp? Wird auch vielleicht am Medpool gearbeitet? Also wir Ja. spielen alle Maps im Bootcamp, wir arbeiten dran und Hauptfokus ist, gut zu klicken untereinander, einfach gutes Spielgefühl zu haben. Können die Spieler eigentlich etwas bei Sponsoren mitreden, wenn zum Beispiel mit einem Sponsor moralisch nicht klarkommen? Also die können auf jeden Fall was dazu äußern, aber Spieler sind auch Spieler und es hat auch einen Grund, dass sie Spieler sind, genauso wie es einen Grund hat, dass ich kein Spieler bin, weil ich halt nicht gut genug bin. Und solche Entscheidungen sollten wir immer den Leuten überlassen, die das dann auch vertreten können.
So. Möglichkeit eines Abschiedsspiels für Ehemalige von Big. Das wird auch wieder terminlich schwer, sowas reinzukriegen. Könnte man vielleicht mal in einem Legenden-Match für die Sommer- oder Winterpause angehen. Wie zufrieden sind wir mit der Entwicklung von Karim? Ich glaube, Roman, da können wir relativ eindeutig sagen, sehr positiv. Ja, ja, Karim macht das überragend. Also ist ein absoluter Segen. Ist, also kann man ganz klar sagen, wird die Zukunft auch von Big sein. Ich glaube, da wächst was heran bei den jüngeren Spielern bei uns jetzt, die sehr lange bei uns sein werden. Und Karim wird sicherlich einen sehr großen Part einnehmen bei Big. Und von daher sind wir zufriedener können wir überhaupt nicht sein. Okay. Wichtige Frage, wird es in der neuen Season neue Jerseys geben? Ja. Okay, wusste ich auch nicht. Danke für die Info. Tolle Kommunikation aber bei uns. ich will mich nicht auf den Zeitpunkt festlegen, aber wird es auf jeden Fall geben. Okay. Wenn jetzt das Academy-Team ESLM gewinnen würde, für Cologne qualifizieren würde, das können sie nicht machen. Also sie können die ESLM gewinnen, aber wäre nicht für Cologne qualifiziert. Das ist regeltechnisch nicht möglich, Molghetto. Für jemanden, der den Rest in der nicht verfolgt, woran liegt es, dass es keine Konkurrenz gibt, haben die einfach keinen Bock, keine guten Spieler. Ich habe es vorhin schon beantwortet, Monchi, wir haben eine sehr schlechte Infrastruktur in Deutschland, was Organisationen betrifft und die Spieler sind nicht bereit, ein paar extra Meter zu gehen und gute Entwicklung zu machen, indem sie halt reingrinden und sich verbessern, ohne dass sie dafür entlohnt werden. Kann ich teilweise auch verstehen, aber andererseits fängt jeder mal klein an und die Leute haben es einfach liegen lassen, diese extra Meter zu gehen und wir hoffen, dass sich das wieder etwas verbessert. Dann neue Valorant-Changes angehen, das Team ist echt nicht gut, kein Disrespect, das ist kein Thema für hier und wir sind mit dem Team trotzdem zufrieden, die Spiele waren alle ultra knapp gewesen, wir haben als deutscher Vertreter die vier besten deutschen Spieler, da sind wir auch sehr froh drüber und mit Twist einen absoluten Topstar, das ist ein sehr junges Team und muss man halt auch mal überlegen, die Leute sind so hochgekommen, die haben auf jeden Fall ihre Chance verdient, da zu spielen, weil die anderen da oben sind bisher immer die gleichen und da kann man nicht wirklich groß was nag. Wir beiden Opas sehen heute sehr gut aus. Danke dir. Das ist ein positives Lob. Wäre JDC jemals eine Option für Big? Jeder Spieler, der gut ist, ist mal eine Option, aber aktuell nicht. Trainieren die beiden Big-Teams oft gegeneinander? Nicht oft, aber gelegentlich. Und es ist auch sehr angenehm, wenn wir beide Teams vor Ort haben in Berlin. Da kann man das mal auch so ein bisschen im Trockenen machen. So. Kann man sagen, dass die deutsche 1.6-Szene besser war als die jetzige CSGO-Szene? Ja, oder? Ja, kann man ja auf jeden Fall sagen. Also wir hatten damals zwei Teams, die international ganz oben mithalten konnten, also auch um Turniersiege spielen konnten. Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ja. Okay. So. Ich werde dich einfach. Sind die Jungs schon raus? Ja, die sind schon raus. Machen wir eine letzte Frage für Roman. Ich lese jetzt gleich noch eine vor und dann entlasse ich dich und dann bringe ich es noch zu Ende. Oder willst du durchziehen? Dann werden die verhungern wahrscheinlich, oder? Naja, die können sich auch selber was holen. Aber letztendlich, ich glaube, die Fragen wiederholen sich gerade alle so ein bisschen. Ja. sind auch so generelle Fragen mit dabei. Sitzt das G2-CSGO-Team eigentlich auch in Berlin? Nee. Die G2 sitzt in Berlin, aber das Team ist mehr oder weniger öfters in Andorra und trainiert da. So. Okay, Bracket war schon raus bei Blast. Ich habe nichts verraten. Dann noch eine gute Frage für dich, Roman. Danach solltest du vielleicht gehen, damit du allen Leuten Essen besorgen kannst und sie auch ein bisschen pflegen kannst. Sind wir zufrieden mit Fatis Leistung und seinem Impact? Erfüllt es eure Erwartungen oder müsst ihr dem Projekt mehr Zeit geben? Habe ich ja gerade schon gesagt. Also Fati ist ein Segen und macht das überragend. Er hatte sehr, sehr wenig Zeit, also man hat immer das Gefühl, Fatih ist jetzt schon ewig dabei, aber im Endeffekt sind das jetzt knapp 2,5 Monate, wenn ich jetzt die Playerbag rausnehme.
Und in der Zeit hat sich unheimlich viel getan. Also wir haben einige Erfolge ja auch feiern können, also unter anderem Dallas, Lund unter schwersten Bedingungen, Lissabon, den Rootbet haben wir gut gespielt. Davor haben wir in den RMR gewonnen, haben uns fürs Major qualifiziert. Das sind halt alles riesen Erfolge gewesen. Wir haben auch absolute Top-Teams im LAN geschlagen und dann im Face beim RMR. Das sind halt zum großen Teil auch Fatis Verdienste, aber natürlich auch der Spieler. Aber Fatih ist mit einer der wichtigsten Punkte, warum ich denke, dass wir mit dem Team eine unheimlich erfolgreiche Zeit haben können, wenn alle mitziehen und wenn die Einstellung stimmt und wenn keine schwierigen Situationen, wie wir jetzt in der letzten Jahreshälfte haben, mit Krankheiten und Corona dazwischen kommen, dann sehe ich uns eigentlich ganz klar relativ schnell wieder in den Top 10 und dann, wenn wir Step für Step den nächsten Schritt gehen. Und das verdanken wir auch zum großen Teil Fatih. Also Fatih ist für mich ein absolut überragender Kerl, ein super, super Coach. Ich kenne ihn ja auch schon von damals, lerne ihn jetzt aber nochmal anders kennen und es gibt eigentlich nur Positives zu ihm zu sagen. Ich denke, damit hat sich das Thema denn, also da gibt es überhaupt keine Bedenken und wir gehen da mit der Philosophie 100% mit. Sehr gut. Schöne letzte Worte von dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für eine wichtige Pressekonferenz. Du hast sowieso noch ein paar mehr Einblicke quasi, was so vor Ort abgeht, weil, also für die es nicht wissen, ich bin zum Beispiel nicht in Berlin. Deswegen sehr gutes Feedback von dir. Dann gönnt euch noch was Gutes zusammen, macht euch einen chilligen Abend und wir sehen uns morgen wieder. An der Stelle hast du noch letzte Worte. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Fand ich auch mal ganz interessant. Ich bin ja jetzt eher so der Mann im Hintergrund. Ist auch ganz okay, dass es so bleibt. Aber bin natürlich immer für Fragen und Antworten offen und gesprächsbereit. Und ja, danke für den Abend und besonders schöne Grüße an die Roaring Beers. So, viel Spaß euch noch. Alles klar. Ich leg dich auf, ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So. Dann ab auf Solo. Jetzt gucken wir mal, ob wir Roman hier auflegen können. Wunderbar, der ist raus. Gut, ich mache mal noch ein paar Fragen weiter, weil Roman muss echt noch ein paar Sachen machen. Cool, dass er mit dabei war. Ist auch mal ein bisschen anderer Blickwinkel. Und er ist ja auch ein Ex-Pro und hat sehr, sehr viele Einblicke als ehemaliger Spieler, die ich zum Beispiel nicht habe. Jojo Strasser fragt, denkt ihr, es wird mal mehr Events in Deutschland geben, so wie in Dänemark zum Beispiel? Aktuell gibt es ja nur Cologne. Ich persönlich sage, Cologne reicht mir. DreamHack Leipzig war auch cool gewesen. Vielleicht hätten wir noch mal eins, zwei mehr, wo es Sinn macht. Aber ja, prinzipiell, wie ich schon gesagt habe, lieber nicht noch mehr Turniere. Wolfen fragt, ist man auf dauerhaften Erfolg in CSGO als Org angewiesen, zwecks Finanzierung? Nee, kann ich dir ganz klar sagen. Wir haben auch coole Partner-Deals abgeschlossen, als es gar nicht bei uns lief. BIC ist mehr als CSGO. Wir sind eine sehr attraktive Marke, würde ich sagen. Und vor allen Dingen auch sehr innovativ, was viele Dinge angeht. Und ja, da sind für ganz viele Leute auch Sachen mit dabei. Hat BIC auch Arbeitnehmer, die als Full-Content-Creator arbeiten? Aktuell nicht. Muss man vielleicht in Zukunft nochmal angehen. Okay, Scholle Roller finde ich gut. Zeig ihm ruhig jeden Tag den Schlüsselanhänger. Diese Saison waren wir oben drüber, auch wenn das nicht so der beste Abschluss war, aber trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung overall. Zack. Wieso war Flo nicht in Köln? Weil er Urlaub hatte und auch wir dann gesagt haben, es ist kein Muss, war freiwillig gewesen und es war ein super anstrengendes halbes Jahr, auch mit den ganzen Krankheiten und dann wollten wir keinen dazu zwingen. So. So. Patatata. Kann man als Analyst bei BIC von der Tätigkeit leben? Geht das bei den anderen Teams? Ist das ein Vollzeitjob? Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeitaufwand du hast. Was jetzt unsere Leute verdienen, werde ich hier nicht sagen. Aber wir haben auf jeden Fall einen Analyst, der
das Vollzeit macht. Und auch bei anderen Organisationen hast du eigentlich Assistant Coach oder so einen Top-Analyst. Du brauchst die Leute, sonst schaffst du das nicht. Die verdienen so, dass man davon leben kann. So. Ja, Gockel ist ein guter Punkt. Viele gute CS-Spielerinnen, alte, sind zu Valorant gegangen. Die haben halt vorher ein geiles Format rausgebracht. Das, wenn die noch da gewesen wären, wäre es noch ein bisschen krasser, aber es kommen neue internationale Spielerinnen nach und das auch ganz gut. Was sein PCW XYM carries, ist ein Trainingsspiel. Practice War. Source 2 Engine, keine Ahnung, ob da irgendwas kommt. Wie laufen PCWs generell ab? Gegen wen prackt man? Also es sieht so aus, dass Fatih mit den Analysten einen Plan macht, was wir so in der Woche brauchen. Dann setzen wir die Zeiten fest und ich suche dann Gegner über ein System, das heißt prack.com. Das ist von Crispy gemacht worden damals, sehr gut. Und so können wir uns dann raussuchen, gegen wen wir welche Map spielen wollen. Das ist ganz gut. Also wir spielen gegen alles, was so Top 50 ist. So. Ist euch bekannt, wer German CS Leaks auf Twitter ist? Der Typ weiß ja gefühlt alles. Vielleicht sind es mehrere, aber absolut keine Ahnung. Ist auch egal. Ist manchmal sehr unterhaltsam und ist auch gut. Könnte man ein bisschen professioneller machen, aber ja. Warum nicht? Bisschen spicy, das ist immer in Ordnung. Unsere Vermutung für 10 Jahre CSGO-Update und dieses Source-2-Thematik. Ich habe gar keine Ahnung. Normalerweise findet Valve immer einen Weg, alles schlechter zu machen. Und ich glaube, da können wir uns auch diesmal drauf verlassen. So. Wollt ihr gerne zum Rio-Major? Wir wollen schon sehr gerne auf das Major. Das ist das wichtigste Turnier. Ist auch egal, in welchem Land das ist. Und wichtig ist nur, dass das System da drumherum passt und es muss immer das Hauptziel sein, sich fürs Major zu qualifizieren. Ihren Benny wird man hoffentlich öfter vor der Kamera sehen. Hat gut gepasst, aber dieses vier Fragen, vier Antworten, für die, die es nicht kennen, das habe ich schon mal gemacht bei der ESL-Meisterschaft danach in einem Interview und das kommt ursprünglich von Klaus Augenthaler, einem Fußballtrainer, der hat das bei Wolfsburg, glaube ich, damals gemacht und oder bei Nürnberg, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war Wolfsburg zu dem Zeitpunkt und Danny da Costa bei Eintracht Frankfurt, der jetzt bei Mainz 05 ist, bei dem einzig richtigen Verein. Wer von Big ist alles auf der Gamescom? Paul, ich habe keine Ahnung. Also wir nicht, wir sind auf Blast. Kann sein, dass Daniel da ist, müssen wir mal gucken. Würde ich Danusch wiederholen für die Coaching-Position, wenn er frei werden würde, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht, wenn andere Leute ihre Arbeit gut machen. Danusch ist ein guter Freund, ist für mich einer der besten Coaches und würde safe immer einen Platz bei uns haben. So. Inwieweit war der Tizi-Move ein kalkuliertes Risiko, was hier eingeht, solange Faven noch nicht wieder bei 100% ist? Viper, das hat zum Beispiel auch den Grund gehabt, dass wir das halt jetzt erst announced haben, weil wir sicher gehen mussten, dass bei Josef alles passt. Und wir haben das ja auch sehr gut beobachtet und mit unterstützt. Deswegen waren wir uns da sehr sicher und dass es da kein Risiko gibt, war auch klar. Was müsste passieren, um CSGO mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, vor allem nachwuchstechnisch? Das ist auch wieder ein Thema für andere Leute als mich, die da mehr Einfluss haben. E-Sport sollte generell als Sport anerkannt werden und nicht nur Pay-to-Win-Kacke wie FIFA. Jeder von euch, der gerne Counter-Strike schaut und auch die großen Turniere sieht, weiß, was das für ein Leistungsdruck ist und was die Spieler auch für krasse Performance da bringen. Gibt es eigentlich gar keinen Grund, das nicht zu unterstützen und solange es nicht anerkannt wird, wird man das nie auf einem ganz großen Niveau halt nachwuchstechnisch machen können. Da müssen wir beten, dass die eSports Player Foundation weiter so gute Arbeit macht und ansonsten wird es zappenduster. Achso, ja, hier Blast ist keine Stage diesmal. Das ist noch Group
Groups-Phase, da gibt es keine Stage. Favorite Bond, Jan, nach wie vor der Spion, der mich liebte. Also immer mein Highlight gewesen. So. Alter, ich bin echt sehr weit hinten dran. Es kommen sehr viele Fragen, das ist auch geil. Wann Wingman gegen Habeck und Lindner? Ich glaube nicht, dass die beiden zusammen spielen würden. Aber gegen Habeck und Baerbock können wir gerne mal eine Runde spielen. Das würde ich akzeptieren. Ja, wir werden keinen Philipp Amthor hier sehen. Keine Verbrecher. So. Zack, zack, zack. Müllermilch noch Pflicht, während jedes Matches eins zu trinken. Ich weiß nicht, wo du so einen Quatsch hörst. Sowas gibt's nicht. Also Joker Unlimited, da sollte Batman mal klingeln bei dir. Gibt es bei Offline-Turnieren Drogentests, Kazam? Ja, also es gibt generell Tests auf alle möglichen Doping-Sachen, Drogen und so. Das wird aber immer random durchgeführt. Also es ist nicht so, dass du immer getestet wirst. Rollenverteilung und so, die Fragen, die haben wir vorhin schon beantwortet. Am besten nachher nochmal ins VOD reinschauen. Ich fand die erste Folge der Skinbone Challenge im Big Team Spitze, da hat man einen recht guten Einblick in die Stimmung untereinander bekommen, was sehr unterhaltsam war. Könnte man so etwas nicht öfters machen, würde ich als Fan mega feiern. Also es kommen ja noch zwei Teile. Tatsächlich, mein Sohn wurde ja getauft vor 2 Wochen knapp. Da war auch Tobi da mit seiner Familie, der unser alter Coach und Mitbesitzer von Skin Baron, und er hatte mir auch mal erzählt, was es für ein Aufwand war, diese Map zu machen, und deswegen sieht das auch so geil aus, und es ist schon aufwendig, die haben ultra viel aufgenommen und gedreht, aber es ist auf jeden Fall auch ein cooler Content, und ich hoffe auch, dass davon noch mehr kommt. Aber du brauchst halt auch Leute, die die Maps machen und die das damit begleiten, also es war schon ein sehr, sehr großes Projekt. Die nächsten beiden Teile werden, ich habe schon einmal reingeschaut, und den zweiten werden unfassbar lustig, also schon gut. Glaubt ihr, Speedy verstärkt ein deutsches Team oder geht international? Der macht erstmal eine Pause. Drecksnoppenspieler, Jan, du hast ja gesehen, auch der Schläger ist im Endeffekt egal, der Spieler macht den Unterschied und deswegen bin ich auch so gut. Wird es bald wieder Dokumentation à la Living Big geben? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Falls Phil noch im Chat ist, kann er das gern beantworten. Also ich würde es mir auch wünschen, Ruben, aber es ist auch immer sehr viel Aufwand und wir haben so viele Partnerprojekte. Schwer manchmal. Big spielt gegen Spirit Academy im ersten Playoff-Spiel. Moment, da muss ich einmal reinschauen. Die haben gegen Young Ninjas gewonnen? Krass. Und Astralis Talent gegen Navi Junior, also Replay Academy League, wird auf jeden Fall interessant. Also wir haben, ich denke, auch diesmal gute Chancen. Maus ist nicht dabei. Aber unsere Truppe wird auch von Season zu Season stärker. Man muss dazu mal sagen, seit Anfang an, auch mit teilweise unbekannten Spielern damals, haben wir es seit jeder Season geschafft, immer mindestens Top 4 zu kommen. Ist schon eine krasse Leistung von unseren Jungs. Das zeigt auch, dass die Deutschen international mithalten können. Gibt es irgendwann die Chance, an die Restchen der Cologne Joyce zu kommen? Sunrise Valley, ich habe keine Ahnung, wie viel übrig sind. Was wäre für euch beide der wichtige Turniersieg, Köln oder Major? Also eigentlich, du willst mal einen Major gewinnen als Spieler, aber du willst natürlich Köln gewinnen, denke ich, safe. Aber ich glaube nicht, dass Köln nochmal ein Major wird. Das brauchen die auch nicht. Köln ist das geilste Event überhaupt. Wie sehen wir die Entwicklung der ESL-Meisterschaft? Ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen, aber ich habe jetzt ein paar Sachen schon mitbekommen, die für die neue Season geplant sind. Und wenn es alles so funktioniert, wird das der Szene auch helfen, sich wieder zu stabilisieren. Und mal gucken, was wir dazu beitragen können. Ich meine, Big wird nicht mitspielen können, aber wir probieren auf jeden Fall, das mit zu unterstützen, dass wieder das Produkt insgesamt geiler wird.
Ja, und auch hier, weil Red das geschrieben hat, wer ein bisschen Bock auf Oldschool Counter-Strike hat, die CS-Dokus von The Book of Counter-Strike. Das macht übrigens der ehemalige Pro-Gamer MCT. Die sind sehr empfehlenswert, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Top 3 deutsche Spieler, die nicht bei Big sind, würde ich momentan sagen, auf jeden Fall P4, also Patrick. Chiron, Deutsch-Russe, aber denke, er gehört auch dazu. Sehr starker Spieler und ich denke, Slax sollte eigentlich so passen. Aber gibt auch in Alternate und in Kovana sehr gute Spieler. Also wir sind eigentlich nicht so schlecht, wir müssen es einfach nur mal auf die Reihe kriegen, konstant zu sein. Denkst du, Sprout kann in die T1-Szene kommen mit den aktuellen 3 Spielern im Roster? Also je nachdem, wen sie halt picken. Sprout hat auch krasse Ergebnisse gehabt. Bin ich mir schon sicher, dass die den einen oder anderen ärgern können. Aber also so ein Ziel muss immer erstmal sein, sich Top 20 zu etablieren und auch zu halten. Und dann kann man weiterschauen. Sind wir noch in Kontakt mit NK? Also ich bin ab und zu noch in Kontakt mit ihm, habe letztens auch mit ihm gesprochen. Dem geht es soweit ganz gut. Und was für ihn ansteht, das weiß nur er selber. Das ist kein Thema für mich. So. Tony Sosa eventuell vor Streaming Comeback. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar geile Streams zum Schauen, wenn ich einschlafe abends. Also, ich weiß nicht, was er spielt, aber Tonys PUBG-Gameplay war schon insane. Ja, unfassbar krass. Würde mich auch freuen. Tony, so Leute wie Tony brauchen wir. Was mache ich mit dem Hintergrund, wenn der neue Bond-Darsteller feststeht? Meepo, Also ich habe tatsächlich nur sechs Schranktüren, aber ich werde dann wahrscheinlich drunter hängen oder so. Aber wenn es dann ein cooles Display gibt, dann kriege ich das noch runter. Oder ich hänge einfach George Lazenby ab, weil er nur einen hatte. So. Kommt meine aus dem League-Bereich mit in die Pressekonferenz. Das ist eher so ein CS-Ding, aber wir haben für League ja jetzt auch in Ampelwang schönen Content gedreht und also wäre mal ein Thema, aber das sollte man schon mit einem coolen Titel dann gegebenenfalls machen. Grüß dich, Becky. Denkst du, dass durch die Namensänderung im Spiel, zum Beispiel von Terroristen, Bomben und so weiter, die Sponsoren flexibler werden? Es gibt ja in vielen Orks gewisse Sponsoren, die nicht mit der Ballerspiel-Thematik in Verbindung gebracht werden wollen. Wie handelt ihr das bei euch? Gibt es Sponsoren, die sagen, wir wollen nur League-Sponsoren, aber wollen nicht aufs Big-Trikot von CS-Jungs? Ja, also ist tatsächlich so. Respektieren wir auch. Du kannst ja die Leute dazu nicht zwingen, etwas zu unterstützen, was sie unterstützen wollen. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Änderungen das besser machen würden. CS ist ein Spiel, das so, wie es ist, für uns perfekt ist. Und wer das nicht unterstützen will, muss es auch nicht unterstützen. Und es wird immer noch das Nummer-1-Game bei uns bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass eine Änderung das ändern würde von den Namen oder so. Ich hatte die Diskussion letztens, glaube ich, von Slams gelesen auf Twitter. Es würde es, denke ich, eher nur noch uninteressanter machen. Meinst du, in Berlin wird irgendwann mal ein großes Turnier gehostet? Jobu hatten wir ja schon, das Major in Berlin. Was ist mein Bezug zu Mainz? Kann ich sagen, ich bin in Mainz geboren, bin auch Mainzer. Ich wohne halt jetzt nur bei Frankfurt. Aber bin dadurch auch 05-Fan und die Heimat gibt man nie auf. Beim Big CS-Team hat man das Gefühl, dass nicht nur 5 Spieler, sondern auch 5 Menschen, die sich super verstehen. Da kommt der Gedanke hoch, dass dadurch das eine oder andere Blatt vor den Mund genommen wird. Frage, wie ist da so die Balance zwischen Kritik, Drive und sich zurücknehmen? Also ist das tatsächlich ein großes Problem. Wenn du so eng miteinander bist, dann schaust du oft darüber Probleme hinweg. Deswegen sind wir auch froh, dass Fatih das jetzt sehr oft offen ausspricht und auch nicht die Chance quasi offen lässt, dass du so Sachen runterschluckst oder einfach zurückhältst, um anderen nicht irgendwie auf die Nüsse zu gehen. Das ist wirklich ein heikles Thema, aber du musst halt Sachen aussprechen, wenn es nicht läuft, um es besser zu machen. Und das geht nur, wenn du halt dann auch mal, da musst du es halt auch mal runterschlucken. Ja? Du musst halt sagen, so, okay, der hat mich jetzt kritisiert, vielleicht ist es zu Recht. Du hast ja auch die Möglichkeit, dazu was zu sagen. Aber ohne so offene Aussprachen funktioniert das einfach nicht. Und du wirst auch irgendwann dann nicht mehr besser werden.
Kommen jetzt wieder öfter Pressekonferenzen. Ihr wisst, als Vater ist nicht so leicht. Aber ja, also ich fände es cool, wenn ich das von Events machen könnte. Aber es muss halt auch die Zeit dafür stimmen. Vielleicht kriege ich das auf Blastmine, aber ich kann das noch nicht versprechen. Barna, no infos that are open for sharing. They are still shareholders and if they want to do something, they can do something. But I think they are happy with their life, so nothing to say about that. Findest du, Female Teams sollten bei der We Play Academy League mitspielen? Warum? Also warum sollen Female Teams in der Nachwuchsliga mitspielen? Ergibt für mich wirklich keinen Sinn, Icke, Licke. So, die Female Teams haben die Chance eigentlich, sich für jedes Turnier zu qualifizieren. Und dann können sie das auch machen. Aber dafür in die Academy League mit aufnehmen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Okay, ja, JDC habe ich vergessen vorhin. War ein bisschen off guard. Also ich würde es dann tatsächlich aufgrund der aktuellen Leistung JDC, Kairon und Slacks würde ich dann nehmen. Wir wurden, also auch für die, die das jetzt schon ein paar Mal gefragt haben, wir haben keine Ahnung, was bei CS passiert mit 10-Jahres-Jubiläum, Source 2. Valve redet nicht mit den Teams. Das ist friss oder stirb. Es wird irgendwann eine News kommen mit irgendwelchen Daten, genau wie es bei den Majors ist. Und da müssen wir es akzeptieren und können nichts dagegen machen. Also da kriegen wir nichts als Mann. Mainz ist eine sehr schöne Stadt. Die Altstadt, auch so die Leute untereinander ist schon cool. Robert, ich werde es dann einmal kurz und knackig beantworten. Wie sehr schätzt du die Arbeit von 1? Ich schätze sie sehr. Und denkst du, die Prime League muss mehr Exposure geben? Ja. So. So. Hört auf, nach Next zu fragen. Das ist Trigger. Joe geht's gut, schreibt ihm auf Twitter einfach. Ich glaube, seine DMs sind offen. Gut. Also, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sogar an der Stelle, denke ich mal, beenden. Ich hätte sogar ein Ziel, wo ich euch hinschicke, wo ihr ein paar Grüße da lassen könnt. Einer meiner Lieblingsathleten bei Big, Zephy Black. Überragender Charakter, super Tekken-Spieler. Positiver Mensch. Freue mich auch sehr, am Freitag mit ihm und den anderen Tekken-Spielern ein bisschen Zeit verbringen zu können in Osnabrück. Da gibt es dann noch ein paar Infos später dazu. Deswegen schön, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Ich werde es nicht versprechen, aber ich probiere es umzusetzen, dass wir vielleicht von Blast mittendrin nochmal einen Stream machen können. Das muss ich dann am Laptop machen, da brauche ich auch Phil dazu. Ja, kurz auch noch zu sagen, ich hatte es auf Twitter gesehen, Valo Franchising können wir noch nichts dazu sagen, warten. VOD kommt auf YouTube bei Big und müsste auch hier verfügbar sein. Die Fragen kann ich auch gerade noch machen. Trage ich auch privat Big Merch? Ja, trage ich. Ich mag unseren Merch. Außer T-Shirts gibt es keine, die mir gut passen, weil ich zu lang bin. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch einen super schönen Abend. Ich schicke euch mal rüber zu. Ah ja, ich hoffe, das klappt. Okay. Also wäre schön, wenn ein paar kurz drin bleiben, mal Hallo sagen. Kann ihm auch gerne mal ein Follow da lassen. Sehr entspanntes Gameplay-Kampfspiel. Ja, also dafür sehr entspannt. Macht euch eine gute Zeit. Danke für die krasse Unterstützung und. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und bleibt gesund, Leute. Ja? Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Lenz, danke schön für den Raid. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich hoffe, du hast einen guten Stream gehabt. Ich habe es kurz eingeschaltet, aber. Konnte leider nichts hören.